Meine Damen und Herren, seien Sie willkommen bei DAI Home. Mein Name ist Jutta Wagner und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Abend über Sprache und Politik. Ein paar Kleinigkeiten vorab. Dieser Livestream ist kostenlos, wie alle die DAI Home Livestreams im November und jetzt auch noch im Dezember. Und natürlich freuen wir uns über Ihre Spende. Wenn Sie spenden mögen, sehen Sie auf Ihrem Bildschirm im Chatfenster, wie Sie das tun können. Und im Chatfenster können Sie uns auch Ihre Frage an unsere beiden Gäste heute hinterlassen. Die wir dann im Laufe des Abends ins Gespräch einfließen lassen und beantworten. Jetzt aber zu unseren Gästen. Wir sprechen heute Abend über Sprache, wie sie sich derzeit verändert, schon seit längerer Zeit auch im politischen Umfeld, auch in der öffentlichen Meinung sehr stark verändert und wie es um die Dialoge in unserer Gesellschaft bestellt ist. Wir haben dabei Franziska Brandner, Heidelberger Bundestagsabgeordnete für die Grünen, Bündnis 90. Sie hat, so könnte man fast sagen, eine europäische Seele. Sie wurde geboren in Lörrach, ganz im Südwesten Deutschlands, hat Abitur am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg gemacht. Es folgt ein Doppeldiplomstudium der Politikwissenschaften mit Schwerpunkt auf internationalen Beziehungen, und zwar an der Columbia University in den USA und an der Sciences Po in Paris. Promoviert hat sie mit einer Arbeit über die Reformfähigkeit der Vereinten Nationen. Und seit 2013 ist sie für ihren Wahlkreis Heidelberg in den Bundestag gewählt worden. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin für ihre Fraktion und auch Sprecherin für Europapolitik. Europapolitik wie auch Kinder- und Familienpolitik sind ihre Schwerpunkte, die sich durch ihr ganzes politisches Leben ziehen. Und jetzt ist Franziska Brandner uns aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Brandner. Wir sehen Sie am Bildschirm. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Eckhard Felder sitzt bei uns im DAI auf der Bühne, erfreulicherweise. Er ist Professor für germanistische Linguistik mit Schwerpunkt auf der Gegenwartssprache, hat einen Lehrstuhl hier in Heidelberg und seit kurzem erneut Fellow des Marsilius-Kollegs. Er hat 2010 das Europäische Zentrum für Sprachwissenschaften mitgegründet und einige Jahre zuvor, 2005, das internationale und interdisziplinäre Forschungswerk Sprache und Wissen initiiert. Das ist eine Forschungsgruppe, die Sprache in unterschiedlichen Wissensdomänen untersucht, beispielsweise in Politik, Medizin, Recht, insgesamt sind es 12 Domänen, und sie tut dies diskurskritisch und auch gesellschaftskritisch. In diesem Feld wird oft um Worte gestritten oder auch gekämpft, womit wir beim Blog von Professor Felder wären. Er heißt Semantische Wettkämpfe, wie die Sprache, so die Denkungsart. Da finden Sie viele aktuelle Beiträge zu der Art, wie derzeit debattiert und diskutiert wird, über längere Phase schon hinweg. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem auf der politischen Sprachanalyse und Diskursanalyse. Er beschäftigt sich auch intensiv mit Rhetorik und Fachkommunikation. Außerdem ist auf der Bühne Markus Imsweiler, Schriftsteller und auch Musikwissenschaftler aus Heidelberg. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier zu viert alle versammelt sind und sage ganz herzlich willkommen im DAI Heidelberg. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Ja, dann übernehme ich gleich mal von der Jutta. Ja, Sprache und Politik. Da freut es mich besonders, dass wir zwei Protagonisten hier haben, die dieses Thema von jeweils ihrer Seite aus beleuchten können. Eben eine Politikerin, die bereit ist, sich über ihre Sprache, die Sprache in ihrem Metier auszulassen, und einen Wissenschaftler, der bereit ist, sich auf dieses handfeste Thema Politik einzulassen. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie beide sich jeweils ergänzend, also das kommentieren, was die andere jeweils gesagt hat, um so, dass wir so jeweils die beiden Blickwinkel geboten kriegen. Ja, vielleicht die erste Frage an Sie, Frau Brandner in Berlin. Sie sprechen bei vielen Gelegenheiten, auf vielen Sprachebenen, mit vielen Adressaten. Können Sie sich spontan an der Gelegenheit in letzter Zeit erinnern, bei denen Ihnen ein sprachlicher Lapsus unterlaufen ist, wo Sie gesagt haben, oh, das war jetzt nicht so gelungen. Oder wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch gerne sagen, was Ihnen in letzter Zeit besonders gut gelungen ist, wo Sie gedacht haben, ja, das war mal eine Rede, die ankam, da habe ich Lob gekriegt. Das hing sogar zusammen, aber mir ist neulich ein Lapsus passiert. Ich habe den ersten Ordnungsruf bekommen, seit ich Abgeordnete bin.
dafür. Eigentlich, wie gesagt, sonst sprachlich gar nicht passiert, aber es ging um die Debatte der Rechtsstaatlichkeit auf der Europäischen Union und inwieweit wir uns erpressen lassen oder nicht. Und irgendwann kam ich dann dazu und sage, ja eben, also verarschen können wir uns selber. Und das ist natürlich ein Wort, was man im Bundestag gar nicht benutzt. Und ich habe auch richtigerweise dafür dann den Ruf bekommen. Aber es kam mir wirklich so von Herzen, weil das war eine Debatte, wo ich nur, also so zu tun, als ob das alles gut laufen würde und als ob wir da keine Probleme hätten. Ja, wir haben sie. Und jetzt ein paar Wochen später sehen wir ja, wie tief und also wie groß die Probleme sind. Von daher lag ich, glaube ich, inhaltlich nicht ganz falsch, aber der Begriff war auf jeden Fall nicht gut gewählt und ist mir rausgerutscht. Er stand auch nicht in meinem Manuskript drin, sondern er ist mir dann spontan rausgerutscht. Aber ja, manchmal sind es dann auch die Reden, die ja dann auch besonders emotional sind. Ich habe zumindest hinterher auch das Feedback bekommen, dass das trotzdem auch viele verstanden haben, dass wir wirklich glauben, dass man bei Rechtsstaatlichkeit keine Kompromisse machen kann und dass es nicht ein bisschen Rechtsstaatlichkeit gibt, sondern entweder gibt es Rechtsstaatlichkeit oder keine. Also das war eine Rede, eine niedergeschriebene Rede, die Sie aufgefüttert haben mit einem nicht vorhergesehenen Begriff. Also mir geht es immer so, ich reden im Bundestag oder generell, wenn ich reden halten muss, auch auf Parteitagen, man schreibt sich die immer vorher auf und Sätze dazu und ich halte die relativ frei und dann ändere ich sie immer noch ab, weil ich dann auch immer auf die anderen Kolleginnen und Kollegen reagiere, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man seine Rede so hält, als hätte es die Debatte vorher nicht gegeben. Von daher versuche ich das immer mit zu integrieren und auf andere Kollegen einzugehen, Kolleginnen einzugehen. Und dadurch würde es immer ein bisschen anders als das, was man sich vorher vorgestellt hatte. Also bei der freien Rede fühlen Sie sich auch wohl, höre ich daraus. Ja, wohler als, also ich. Also ich rede in dem Sinne nicht komplett frei, dass ich, manche Kollegen schaffen es, ich habe da immer große Bewunderung vor, dass die ohne irgendetwas nach vorne gehen. Ich habe immer ein paar Notizen dabei, ein paar Stichworte und ja, das so ganz frei, ohne irgendwas schaffe ich. Aber ich bewundere die Kollegen sehr, die das können. Das ist ja auch was man wahrscheinlich im Laufe eines politischen Lebens erst lernen muss, wo man sich wohlfühlt, wo man seine Stärken hat, seine Schwächen, jetzt im sprachlichen Ausdruck. Ne? Hm. Ja. Ja, mir ist es am Anfang ganz schwer gefallen, weil ich habe ja lange im Ausland gelebt und war vorher im Europaparlament, wo viel auch auf Englisch oder Französisch war. Und manchmal fällt einem das Emotionale im Englischen echt leichter als in der deutschen Sprache. Mhm. Und auch dann wieder das richtig zu dosieren, dass es nicht kitschig klingt im Deutschen. Das musste ich auch dann wieder einfach richtig wieder lernen. Ah ja, okay. Ja, das ist insofern interessant, als es ja mit dem Phänomen der Authentizität zusammenhängt. Es ist ja eine gängige Rede in der Bevölkerung. Die seien ja nicht authentisch, die Politiker. Das sei alles nur eine soziale Rolle. Und da hat schon in den 90er Jahren ein Linguist, der politische Sprache untersucht, gesagt, was im Bundestag an Reden vollzogen wird, kann man auch als Schaufensterreden bezeichnen. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern es wird damit zum Ausdruck gebracht, dass zuvor in den Ausschüssen, in den Gremien eine politische Willensbindung der Parteien stattgefunden hat. Und dann geht es sozusagen an die Vermittlung in die Bevölkerung hinein. Ne? Also sie stehen dann wie in einem Schaufenster und erklären, was sie sich dabei gedacht haben. Und das ist der alte Zwiespalt zwischen sozialer Rolle und Authentizität oder manche sagen Schein und Sein. Und so kann natürlich, wenn es jetzt nicht kalkuliert war, solch ein Ausbruch natürlich auch als Authentizitätsmarker, als Menschlichkeitsindikator gedeutet werden. Es wird nur immer dann problematisch, wenn es als inszeniert wirken könnte. Die Amerikaner sagen dann auch Staged Authenticity, also inszenierte Authentizität. Aber ist eigentlich ein wichtiger Posten, den viele Politiker machen. Die Dialekt sprechen, versuchen es dann zum Beispiel auch immer wieder, dass sie mal einen Dialekt wechseln, um dann die Nähe herzustellen, also die Sprache der Nähe, die Sprache der Distanz. Mhm. Ja, so wie man, so, oder wie viele Journalisten bei der Kanzlerin ja oft gerade so erleichtert feststellen, jetzt ist sie endlich mal aus sich rausgegangen, jetzt hat sie endlich mal Emotionen gezeigt, da scheint ihr ein Thema besonders wichtig zu sein. Ne? Wobei bei der Kanzlerin ja eigentlich mehr Rationalität gefordert ist. Aber dann haben wir eben wieder diese Schein-Sein-Problematik. Ja.
Jetzt haben wir ja, Herr Felder, in den letzten Jahren immer stärker auch die Bewertung gehabt, dass ja Sprache sich auch sehr zum Negativen verändert, vor allem im öffentlichen Diskurs. Also wir kennen das auch durch die sozialen Medien natürlich, dass sozusagen es viele Schnellschüsse gibt, dass die Fakten ein schweres Leben haben sozusagen, dafür aber Meinungen sehr stark und mit sehr viel Werf und Überzeugtheit vorgetragen werden. Mhm. Aber auch, dass der Ton sehr rau bis verwahrlost geworden ist, eben speziell in sozialen Medien. Wir sehen ja auch in den letzten Jahren, dass eben immer mehr Leute auch unter dem Klarnamen schreiben, nicht mehr unter Nicknames, wie es bis vor ein paar Jahren noch eher an der Regel war. Sehen Sie denn auch in der politischen Diskussion auch positive Veränderungen? Na, sagen wir so, ich würde, wenn Sie mir nicht böse sind, diese allgemeine Behauptung der Verrohung des Sprachgebrauchs zurückweisen. Deswegen fragen wir. Ja, also man denke nur an die 80er Jahre und 70er Jahre, Franz Josef Strauß und Herbert Wehner. Mhm. Was haben die sich um die Ohren gehauen? Ja. Sie sind doch im Geiste ein Terrorist. Nazi-Vergleiche gab es schon immer. Mhm. Also die Behauptung, es gäbe mehr Tabubrüche, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht empirisch untersucht, aber man muss ja immer daran denken, ein Tabubruch entsteht eigentlich erst dadurch, dass die Rezipienten sich aufregen. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwas Schlimmes sagen würden und unser Gegenüber würde gar nicht darauf reagieren, dann wäre es gar kein Tabubruch. Mhm. Also der Tabubruch wird eigentlich über den Rezipienten erst stark gemacht. Deswegen glaube ich, dass gar nicht unbedingt ein Problem ist, dass was früher sich am berühmten Stammtisch abgespielt hat, dann eben am Stammtisch war. Und der Stammtisch heute ist halt vielleicht Twitter oder sonstige Komponenten. Dann nehmen nicht selten auch bildungsbürgerliche Zeitungen bestimmte Texte, Textfetzen aus dem Zusammenhang, schreiben die in die Zeitung und sagen, das ist doch das Beispiel für die Verrohung der Sprache. Und das scheint mir oft übertrieben und auch eine völlige Überhöhung. Auch auf der, Frau Brandner, Sie wollten was einwerfen, glaube ich, ne? Teil bestätigen und zum Teil auch nicht. Also Sie haben total recht. Also wenn ich mir Reden auch aus den 50er, 60er anschaue und was gerade unter der Gürtellinie gegenüber Frauen auch gesagt wurde, die Zoten und die sexistischen Witze, also wo ich denke, Gott, zum Glück war ich damals nicht Abgeordnete. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten hätte. Also da eindeutig Verbesserung. Ja, also das ist eine... aber es kehrt halt auch wieder, ne? Also wir sehen zum Beispiel... auch Diskurselemente, die, als ich meine erste Legislaturperiode im Bundestag war, nicht vorhanden waren und die jetzt halt wieder zurückkehren. Und ich glaube, deswegen kommt es einem schon wieder wie eine Verrohung vor, weil sie eben eine Zeit lang nicht mehr existent war. Aber das bedeutet nicht, da würde ich Ihnen recht geben, dass sie noch nie da war, aber es gab schon mal bessere Zeiten. Und ich finde schon auch, dass der Tick der... also jetzt, ja, kennen Sie ja die ganze, hat ja selbst Herr Meuthen kritisiert, wenn Herr Gauland von der Diktatur gerade spricht. Das finde ich ist schon eine Überziehung dann dessen, was man an Vergleichen hat. Wo man denkt, wenn hier Diktatur wäre, dann könnten Sie ja gar nicht mehr so reden. Das macht mir schon Sorgen. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität. Und man merkt es auch persönlich, also, ich habe ja einen Doktortitel, da habe ich mein Leben nicht drauf bestanden, dass man mich mit Frau Dr. Brandner anspricht. Aber die AfD-Kollegen, die sagen immer Herr Dr. Müller, Herr Dr. Meyer und Frau Brandner. So, das ist ganz niedrigschwellig, aber sehr sprachlich, sehr relevant. Und wenn man dann irgendwann merkt, das ist ja systematisch, dass die bei keiner Frau den Doktortitel nennen, dann fängt man auf einmal an, drauf zu bestehen. Und das ist dann, wo man sich dann selber fragt, sag mal, das ist ja auch absurd, du hast dein Leben lang nicht drauf bestanden. Aber in der, das ist ja eine ganz feine Herabwürdigung durch die Sprache. Und das ist schon etwas, was ich also vorher auch im Parlament nicht kannte. Ja, da schafft man ja auch dann auf eine subtile Weise auch eine Wahrnehmung dann für die Öffentlichkeit, ne, damit. Mhm. Aber Sie haben jetzt gerade schon den Begriff Diktatur erwähnt. Wir können jetzt sozusagen direkt in Medias Res hineinspringen, gerade in den letzten Wochen. Sie lächeln schon und wissen wahrscheinlich, worauf ich raus will, Infektionsschutzgesetzdebatte. Da haben wir dann diesen Begriff eben von Seiten der AfD gehört, Ermächtigungsgesetz. Und das ist natürlich nur einer in einer Reihe von vielen Entgleisungen und Provokationen, auch von Umwertungen von Begriffen, die so ins rechte Lager gezogen werden. Da kommen wir sicherlich auch im Laufe des Gesprächs noch drauf. Und ich frage mich dann, wie argumentiert man dann sinnvollerweise? Also dieser starke Begriff, der hat jetzt natürlich auch eine Debatte nach sich gezogen. Wie ist es sinnvoll zu reagieren, falls man so allgemein sagt,
kann. Man möchte ethisch oder moralisch reagieren, man hat bestimmt eine ganz spontane emotionale Reaktion. Vielleicht ist es manchmal klüger, gar nicht so zu reagieren, um eben den Provokateuren keine weitere mediale Aufmerksamkeit zu geben, die sie ja auch anstreben mit so etwas. Wie findet man sich da zurecht? Und oftmals muss es ja auch dann sehr schnell gehen in der Debatte oder auch auf den sozialen Medien. Wie agieren Sie da? Ja, es gibt, glaube ich, nicht die eine Antwort. Ja. Und wir ringen und suchen kontinuierlich. Mhm. Also ich glaube, das ist auch kein abgeschlossener Prozess, sondern man probiert aus teilweise. Man hat natürlich Grundsätze und Prinzipien und dann muss man natürlich auch schauen, was funktioniert. Also mit was kommt man durch? Und wir haben uns mittlerweile darauf verständigt, dass wir Sachen wie Diktaturermächtigungsgesetz wirklich zurückweisen, um auch nochmal deutlich zu machen, es ist kein Ermächtigungsgesetz, wir sind nicht in Zeiten der Diktatur. Und das ist aber nochmal natürlich was anderes, wie wenn man sich dann mit einzelnen Argumenten auseinandersetzt oder mit den Menschen, die draußen auf der Straße stehen und das vielleicht auch rufen. Also ich differenziere da immer auch, mit wem ich gerade spreche. Und teilweise ist es sinnvoller, Fragen zu stellen, als selber zu reden. Also einfach Rückfragen zu stellen, wieso, warum, woher hast du das, wie kommst du drauf, wovor hast du Angst, was ist deine größte Sorge? So, und einfach Fragen stellen ist manchmal im direkten Kontakt effektiver, aber im Plenum geht das nicht. Das ist, ist ein anderer Ort der Kommunikation. Da kann man es manchmal schaffen, indem man es auch in die Absurdität aufzeigt. Also viele Anträge der AfD haben ja absurde Teile. Ja, wenn zum Beispiel die AfD mit Blick auf Europa bei Erasmus sagt, da dürfen keine Auszubildenden mehr davon profitieren, sondern nur noch die Studierenden, dann ist es ja für die meisten AfD-Wähler interessant, sowas mal zu erfahren. Und dann muss man das auch sehr detailliert dann einfach vorlesen aus den Anträgen und sagen, hier, schauen Sie mal, das ist das, was die AfD will. Die will, dass wir wieder da eine Elite bekommen, ja? Dass Auszubildende an diesen Austausch nicht teilhaben können. Dann schlägt man sie manchmal einfach mit ihren eigenen Texten, die man dann vorliest. Und dann wird die Absurdität klar, da braucht man gar nicht viel mehr machen. Also von daher, ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege. Aber wenn Grenzen überschritten sind, muss man auch die Grenzen hochhalten. Also das ist unsere feste Überzeugung nach jetzt 3,5 Jahren, dass wenn man zulässt, dass Grenzen sich verschieben, dass sie dann immer weiter, also geht einfach mal weiter. Es ist ja auch oftmals ein Austesten eben von Grenzen. Ja. Wie ist es dann, wenn solche Begriffe fallen, wie jetzt die genannten, gibt es da auch mal dann Gespräche mit den Bundestagskollegen direkt, dass man mal unter 4 Augen sagt, sagen wir mal, woher kommt sowas und steht ihr da tatsächlich dahinter? Oder also dass man im Zweier-Dreier-Gespräch mal nach einer Einsicht sucht? Gibt es sowas auch oder sind die Grenzen so stark zwischen den? Nicht mehr mittlerweile. Also zu Beginn gab es durchaus, man hatte ja auch noch mit den Kollegen kennenlernen und dann hatte man im Ausschuss mit denen zu tun oder auf Reisen. Und dann haben die meisten von uns Erfahrung gemacht, dass selbst wenn man dort versucht hatte, also zumindest mal zu verstehen, dass es dann sich in den letzten Jahren leider so sehr radikalisiert hat, dass dann auch im Plenum oder auch im Ausschuss so Unterirdisches gesagt wurde, dass man dann eigentlich das gar nicht mehr auch in Einklang bringen kann und denkt, nee, das irgendwie macht alles keinen Sinn mehr. Und das ist, also ich sag mal, am Anfang hatten wir uns stark beschäftigt, immer mit diesem Argument, das kennen Sie bestimmt alle, sonst sind Sie in der Opferrolle und dann profitieren Sie von der Opferrolle. Und da haben wir relativ intensiv dazu gearbeitet und informiert und sind auch in die Geschichte und in andere Weltregionen gegangen und haben dazu uns informiert. Und für mich war das einer der Forscher, das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, wo ich dachte, okay, damit kann ich gut leben. Der hat zu mir gesagt, Frau Brandner, was ist denn das Gegenteil von Opfer? Dann habe ich gesagt, naja, Täter. Und dann hat er gesagt, okay, und was ist Ihre Aufgabe als demokratische Abgeordnete? Dann habe ich gesagt, dafür zu sorgen, dass Sie nie wieder Täter werden. Und dann hat er gesagt, da haben Sie es. Dann bleiben Sie Opfer. Aber Sie müssen dafür sorgen, dass Sie nie Täter werden. Und das war für mich so, also dieses Diskurs von denen einfach aufzugreifen und zu sagen, was so und solche Sachen, da haben wir schon relativ viel Zeit investiert. Also das hat ja viel mit Sprache zu tun. Ja. Und zu sagen, das ist unsere zu förderlichste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nie wieder Täter werden in unserer Heimat. Aber Herr Felder, Sie haben vorhin gesagt, ein Tabubruch ist es nur dann, wenn der Gegenüber das als Tabubruch erkennt. Ja?
Und so ein Wort wie Ermächtigungsgesetz ist ja ein Spiel mit einem Tabu. Mhm. Wäre dann eine Reaktion einfach, das nicht als Tabu hinzunehmen, also zu schweigen, nicht zu reagieren? Schwierig, weil das eine oder andere Mal denke ich mir schon auch, dass man sich vielleicht nicht ganz so empört, die wir jetzt mehr oder weniger uns in der politischen Mitte sehen, weil sie halten uns ein Stöckchen hin und wir springen drüber wie die dressierten Hunde. Und wenn man in der Straße fragen würde, was ist unser Ermächtigungsgesetz, würden 98% sagen, es war irgendwas Böses von den Nazis, was ja gar nicht so falsch ist, aber unscharf, wenn sie nicht zufällig an den Studienrat für Geschichte und Latein geraten, der ihnen das erklären kann, dass das Parlament sich selbst außer Kraft gesetzt hat und das Infektionsgesetz ja gerade ein Beispiel dafür ist, dass das Parlament funktioniert. Man kann natürlich mit dem Inhalt nicht einverstanden sein, das steht aber auf einer anderen. Dann ist es eigentlich sofort erledigt. Und dann muss man nochmal überlegen, dass das natürlich auch oft, das nennen wir in der Linguistik, so eine Mehrfachadressierung. Die setzen so ein Wort, Ermächtigungsgesetz, die anderen regen sich auf, schreien, empören sich und sie feixen sich ein. So es reicht. Sie sind wieder gesprungen. Und ich weiß nicht, ob man so oft das zurückweisen muss, weil es ist ziemlich bekannt, welche Reizwörter jetzt zum Nazi-Jargon gehören. Insofern, das ist jetzt vielleicht, können Sie sagen, kann der Theoretiker gut sagen, aber mitunter scheint es mir sinnvoller, vielleicht nicht ganz so empört oder nur jedes dritte Mal empört zu sein. Und ich weiß auch nicht, ob sich das Sagbare wirklich... Wie bitte? Wir machen es schon maximal jedes 5., 10., 100. Mal. Das ist schon wirklich, also wenn wir uns jedes Mal empören würden, also ich sitze ja als parlamentarische Geschäftsführerin ganz viel in der ersten Reihe und stundenlang Debatten und über alle Themenbereiche hinweg. Wenn ich jedes Mal mich aufregen würde, wenn etwas, ein Tabu gebrochen wird, dann könnte ich nur mich aufregen. Wir machen das schon sehr noch wirklich gezielt. Und bei dem Begriff Diktatur ging es uns und Ermächtigungsgesetz ging es uns schon auch darum, dass ja die Menschen, die draußen demonstrieren, schon nochmal wissen, was es bedeutet, wenn sie diese Begriffe benutzen. Und nochmal die eben dafür zu schärfen und zu sagen, Leute, was bedeutet Diktatur, was bedeutet Ermächtigungsgesetz und was passiert hier eigentlich gerade wirklich im Bundestag? Wir machen nämlich ein Gesetz, was die Kompetenzen der Regierung einschränkt. Ihr mögt das inhaltlich nicht gut finden, da wir hatten ja auch Kritik als Grüne. Das ist ja noch ein ganz anderes Blatt, aber dann nochmal einzuordnen, Orientierung zu geben, sogar mehr als unbedingt nur zurückzuweisen, sondern einfach nochmal Begrifflichkeiten in den Kontext zu stellen. Naja, manchmal wäre es aber vielleicht trotzdem darüber nachzudenken, das ist wieder dieser Nazi-Versuch, dieser Vergleich eines Nazi-Versuchs und dann ist es eigentlich gegessen. Also, dass man nicht inhaltlich versucht, was war denn das Ermächtigungsgesetz und das passt nicht und was ist eine Diktatur und was ist eine Demokratie, dann wertet man das ja ein Stück weit auf, indem man auf der Sachebene versucht, dem zu begegnen. Und eigentlich ist es ja nur ein Indikator, ein Fähnchen der AfD in dem Fall, über die wir jetzt sprechen, die einen Marker setzen für ihre Leute. Und es findet dadurch zum Teil auch eine Aufwertung statt. Ja, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, abgelutschte Begriffe aus dem Nazi-Vokabular auf der einen Seite und dann so ein spezieller Begriff wie Ermächtigungsgesetz auf der anderen. Was Sie jetzt gerade nur in einem Satz als Erläuterung gesagt haben, das war ja schon sehr hilfreich, um dieser Provokation die Spitze zu nehmen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es da durchaus Begriffe gibt, auf die man anders reagieren kann. Die Frage ist ja überhaupt, ob nicht über den inflationären Gebrauch bestimmter sprachlicher Mittel diese auch entwertet werden. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn Sie schon lange verheiratet sind oder eine Partnerschaft haben, mit welchen Worten wollen Sie jetzt noch Ihre Zuneigung formulieren? Die Worte sind schon oft gebraucht. Das Gleiche gilt aber auch fürs Beschimpfen und das Gegenseitige. Also Worte verlieren ein Stück weit auch an Bedeutung. Insofern muss es durch den inflationären Gebrauch, insofern muss man sich schon überlegen, wie viel Empörung man immer reinsteckt. Dann würde ich gerne noch ein anderes Beispiel aus der politischen Sprache bringen, das auf den ersten Blick weniger verdächtig ist, weil es eben nicht aus diesem belasteten Nazi-Bereich stammt. In der Süddeutschen Zeitung gab es vor ein paar Wochen eine Untersuchung zu bestimmtem Sprachgebrauch in den verschiedenen Legislaturperioden des Bundestags seit den 40er Jahren. Und da war ein Beispiel herausgegriffen, wie redet man über geflüchtete Menschen
Und da wurde eine klare Begriffsverschiebung festgestellt von der vorletzten Legislaturperiode, also 13 bis 17, die Sie ja auch schon erlebt haben, zur aktuellen Legislaturperiode, während man in der vergangenen am häufigsten die Begriffe Geflüchteter und Asylbewerber benutzt hat, ist in der aktuellen Legislaturperiode der Begriff Migrant der am häufigsten benutzt wurde. Und das klingt ja erstmal unverdächtig, aber auch das ist eine Begriffsverschiebung hin von einer Person, die flüchtet, die sich bewegen muss, zu einer Person, die sich einfach bewegt. Gründe unbekannt. Und da frage ich mich, hat das mit einzelnen Parteien zu tun oder ist das ein Symptom, dass sich da in der Gesellschaft was getan hat? Ja, also es handelt sich ja schon um sinn- und sachverwandte Wörter, wenn ich das so ein bisschen neutral sagen darf. Ja. Da werden dann die Experten verschiedene unterschiedlichen rechtlichen Status festmachen können. Aber so im Alltagssprachgebrauch ist es sinn- und sachverwandt. Und dann kennen wir auch ein bisschen die Debatte zwischen Flüchtling und geflüchtet, also die beiden Wörter. Das behauptet wird mitunter, dass in dem Wort Flüchtling schon ein Abwertungspotenzial wäre, weil in dem Ling-Suffix, wie die Linguisten sagen, also in diesem Wortbaustein Ling, sei schon was Negatives. Das ist natürlich problematisch, weil wir wissen alle, es gibt einen Liebling, einen Säugling und einen Frühling. Es gibt natürlich auch den Sträfling und den Feigling. Also jetzt zu behaupten, dass sozusagen in diesem Ling das Negative konventionalisiert wäre, ist problematisch. Ich glaube, oder was mir eigentlich nur Sorge macht, ist, wenn eine Person auftritt und sagt, wenn du Flüchtling sagst, dann beleidigst du. Du musst Geflüchteter sagen, also diese Bevormundung, die dann gerade auch im Dialektalen oder sagen wir mal außerhalb des akademischen Bereichs die Leute völlig überrascht sind. Was? Ich habe ja gar nicht, ich habe ja nur Flüchtling gesagt. Zudem kenne ich auch genügend Leute, die aus den 40er und 50er Jahren geflohen sind und sich als Flüchtling bezeichnen und sagen, heute bin ich kein Flüchtling mehr, ich bin vollständig integriert in dieser Gesellschaft. Die das also als ein positives Zeichen ihrer individuellen Entwicklung sehen. Insofern bin ich einfach vorsichtig, wenn irgendjemand hinkommt und für alle sagt, es gelte für alle folgende Regel. Das ist ausgesprochen schwierig. Und dann müssen wir mehr noch die Kontexte angucken. Man kann zu Migrant nette Sätze und verletzende Sätze formulieren. Also Kontext mit beachten. Ja. Okay. Wenn Sie mir erlauben, noch mal ganz kurz zu dem vorherigen Punkt. Empörung ist ja auch für uns nur eines der Mittel, was wir sehr gezielt nur einsetzen. Also wie gesagt, es gibt einfach so viele Reden, wo man sich eigentlich empören müsste und wo wir es genau aus dem Grund nicht machen, weil wir wissen, ja, der Herr Hilse sagt das jetzt genau wieder nur, um den Spin zu bekommen und wir ihm den dann nicht geben, weil wir uns darüber nicht empören. Aber das ist schon sehr differenziert, wann wir sagen, so jetzt, das ist aber, darauf muss man reagieren, weil es sonst auch zu weit diffundiert in eine weite Gesellschaft hinein. Und da muss man dann rechtzeitig auch das Stoppsignal schicken. Mit Blick auf diese zwei Worte, also die Frage ist ja, weil es eben zwei unterschiedliche Rechtskategorien sind und zwei unterschiedliche Bereiche sind, ob man einfach allen, indem man einfach nur noch von Migranten spricht, ihnen abspricht, dass sie hierher kommen, um Asyl zu beantragen. Und das ist ja die inhaltliche Verschiebung, die damit einhergegangen ist. Und das ist ja auch absichtlich im Sinne von, die kommen ja eh gar nicht, weil sie hier einen Grund haben zu bleiben, sondern nur, weil sie hier ins Sozialversicherungssystem rein wollen. Das ist ja der AfD-Diskurs und der hat schon einiges verschoben. Und das finde ich schon auch, dass man eben nicht mehr differenziert. Und das lohnt sich aber zu differenzieren, weil es unterschiedliche Rechtsbereiche sind. Und zumindest im Bundestag, finde ich, musste man da auch differenzieren können. Und wir reden eben sehr selten über Einwanderung, wo der Migrationsbegriff passen würde, sondern meistens um Asyl- und Fluchtfragen. Und da ist es dann eben absichtlich anders gesetzt und nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, jemand kennt die unterschiedlichen Begrifflichkeiten nicht. Da sehe ich das auch so. Ich sage auch mal, Leute, viele haben kriegen das gar nicht mit, was es Bedeutungsunterschiede gibt und meinen das überhaupt nicht böse. Deswegen darf man jemandem nicht eine böse Intention unterstellen. Aber wenn jemand im Bundestag gezielt diese Wörter so benutzt, dann macht er das ja aus dem Grund.
Und das hat schon den Hintergrund, dass man den Menschen erstmal abspricht, dass sie einen Asylgrund haben, um hierher zu kommen. Und das, finde ich, setzt sich dann in der Debatte auch inhaltlich schon durch, wie man die Wörter dann eben vorher benutzt hat. Und das Interessante ist ja, dass die Generation meiner Oma, die haben sich ja als Vertriebene bezeichnet, nicht als Flüchtlinge. Und aber viele der heute aus Syrien, die hier sind, sind ja de facto auch nichts anderes als Vertriebene. Aber dieser Begriff auf sie keinerlei Anwendung findet, weil das irgendwie so in Deutschland ist das definiert, Vertriebene sind diejenigen, die nach 45 fliehen mussten. Und das finde ich manchmal ganz interessant zu beobachten. Und dass dann manche sich retrospektiv auf einmal sagen, eigentlich waren wir ja auch Flüchtlinge. Also das finde ich ganz interessant, dass dann manche sich Jahre, Jahrzehnte lang als Vertriebene gesehen haben und jetzt in der aktuellen Debatte merken, ach, eigentlich waren wir auch Flüchtlinge. Und dadurch Anknüpfungspunkte möglich sind. Das habe ich auch schon sehr positiv erlebt. Wir haben jetzt in den letzten paar Minuten schon etwas gemacht, was man gar nicht mehr so oft sieht im allgemeinen breiten Diskurs, nämlich differenziert auf die Nuancen gesetzt. Und es fällt mir ein Satz ein, Herr Felder, den wir im Vorgespräch mal hatten, als Sie über strukturelle Dialogizität gesprochen haben. Das müssten wir vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern, dass einer Ihrer Sätze war, wer definiert, regiert. Und was jetzt Frau Brandner eben erläutert hat mit Migranten, Flüchtlingen, den versteckten Botschaften, was Sie eben sagten von wegen Ermächtigungsgesetz, nee, ging ja genau in die gegenteilige Richtung. Das müssen wir viel stärker noch betonen oder das Heft in die Hand wieder zu bekommen, indem man definiert oder eben auch das Gegenüber dazu bringt, genauer zu definieren. Also dieses, wer definiert, regiert, ist auch stark aus den fachsprachlichen Kontexten herausgenommen. Besonders interessant ist es, dazu gibt es auch eine sehr schöne Dissertation von Theresa Schneedermann zum Burnout-Syndrom. Das ist ja ein Syndrom oder Burnout-Phänomen, das entstanden ist über die Jahrzehnte. Wann ist der Ausdruck aufgekommen? Wann Phänomene, das sich ausgelaugt fühlt, das ausgebrannt fühlen, gab es auch schon vorher. Was macht sozusagen ein Empfinden, ein Phänomen, wenn es ein Fachwort dazu gibt? Wie beschleunigt sich das gegenseitig, bremst es wieder ab? Insofern kommt diese Idee, wer definiert, regiert, das ist stark aus dem Fachsprachen. Das gilt natürlich auch in der Politik, wo wir es ja dann auch mit verschiedenen Fachbereichen zu tun haben. Und da ist, glaube ich, nur wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass der sprachliche Zugriff eine bestimmte Perspektive eröffnet. So ein Beispiel, das so halbpolitisch ist, ist vielleicht, die beiden Wörter therapeutisches Klonen und Forschungsklonen. Im therapeutischen Klon steckt das Heilsversprechen, dass da was Gutes rauskommt, schon drin. Im Forschungsklon, Forschung ist immer offen, kann glücken oder nicht, haben wir eben dieses Beispiel nicht. Und dann gab es dann auch eine Debatte, das war dann in den 2000er Jahren, die Möglichkeit, sich zu positionieren. Da hat man zum Teil schon an den Wörtern erkannt, in welche Richtung eine Person neigt. Insofern sind diese Definitionen schon sehr wichtig. Nur problematisch wird es dann, wenn jemand sagt, nur diese eine Definition ist die richtige. Und dann kommt eben das, was ich da als strukturelle Dialogizität bezeichne und auch versucht habe, im Kontext von populistischen Bewegungen oder Pegida deutlich zu machen. Und das bezeichne ich als ein Jargon der Anmaßung. Das heißt, wenn jemand behauptet, eine bestimmte Sache sei homolithisch so und es gäbe nur diese einheitliche Position und es gäbe kein dahinter, also die Unhinterfragbarkeit. Gängig wird das Sinn, das Folge oder vielleicht sind schöner Beispiele aus Italien, hat Beppe Grillo hat gesagt, er sei nur das Megafon der Bewegung. Damit wollte er sagen, er gibt 1:1 Volkes Stimme weiter, was natürlich völlig illusorisch ist. Aber das sind natürlich diese Anmaßungen, und die muss man aufdecken und deutlich machen, welche Definitionen dahinter stecken. Und für eine offene Gesellschaft, eine strukturelle Dialogizität, das heißt, wir diskutieren. Und aus linguistischer Sicht ist jeder Streit um die Sache ein guter Streit, also Streit im Sinne von fair, nicht sich beleidigen, weil Sprachbewusstsein und Sachbewusstsein oder Gegenstandsbewusstsein hängt zusammen. Wenn wir darum ringen, ist es richtig formuliert, dann machen wir uns ja auch Gedanken über die Sache selbst oder Ihr Beispiel vorhin mit Migranten, Flüchtlingen und dergleichen.
dann wird es ja nochmal aufgedeckt. Insofern sind diese semantischen Wettkämpfe um das Richtige, um die Wahrheit eigentlich ein ganz basaler Bestandteil der Demokratie. Das wäre dann das Gegenteil von Alternativlosigkeit. Ja, genau. Und da muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel die Kanzlerin, die jetzt ja nicht direkt verdächtig ist, populistisch zu sein, aber die hat dann auch mal alternativlos gesagt, ja, was vom theoretischen Standpunkt her natürlich nicht zu halten ist, weil es gibt immer eine Alternative. Da muss man natürlich sehen, das sind dann natürlich rhetorische Mittel der Übertreibung, der Zuspitzung. Die braucht jede Partei, die braucht manchmal vielleicht auch einen Wissenschaftler, um seine Position stark zu machen. Es war Ihre Art, Basta zu sagen, wie wir das aus der Geschichte kennen. Genau. Oder Basta, genau. Ja. Aber Frau Brandner, Sie wollten gerade noch was sagen. Wir hören Sie nicht. Wir hören Sie gerade nicht. Entschuldigung. Jetzt ist besser, ja. Ich wollte nur sagen, es gibt in der Politik auch keine rein semantische Debatte, sondern es steckt immer Inhalt dahinter. Das ist ganz aktuell ganz interessant, weil es gab ja es gibt diesen Streit der europäischen Souveränität, Autonomie oder ob wir, Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, es sei eine Illusion, die man so schnell wie möglich beerdigen soll. Und hat danach aber gesagt, aber natürlich möchte ich das ganze europäisch auch weiter vorantreiben. Und da haben jetzt am Wochenende Wissenschaftler bei Spiegel Online Artikel geschrieben, wo sie gesagt haben, es sei eine toxische Wortklauberei und es ginge nur um die Semantik. Und das halte ich wirklich für falsch, sondern es stehen unterschiedliche Ansätze, Inhalte dahinter. Und dann sind solche Worte wie europäische strategische Souveränität eine Chiffre für ganz viel, was dahinter liegt. Und zu sagen, die europäische strategische Souveränität ist eine Illusion, ist dann auch eine inhaltliche Aussage. Und das glaube ich, und da gibt es eben, geht es immer de facto um sehr viel. Also wollen wir einen starken Euro, in der Konsequenz einen Eurozonenhaushalt? Ja, das steht ja hinter der europäischen strategischen Souveränität. Aber manchmal machen wir das in der Politik auch nicht transparent genug, was hinter diesen Chiffren steht. Und dann verstehen viele Leute nicht und sagen, die kämpfen um Worte, ist ja total gaga. Und das ist manchmal auch ein Mechanismus natürlich, um zu kaschieren, wie tief die Unterschiede sind. Und vielleicht auch, um zu kaschieren, was man dann als politische Konsequenz daraus ziehen müsste. Auch in dieser Debatte ist es stark so. Und da kann ich dann wiederum die Kritik von vielen Bürgerinnen und Bürgern, auch Journalisten nachvollziehen, die sagen, dann macht die Differenzen wenigstens transparent. Mhm. Und glaubt euch nicht nur um Worte. Ja, das ist ein rhetorischer Trick zu sagen, es sei nur Semantik. Also was Sie gerade formuliert haben, ist eigentlich das, was ich mit den semantischen Wettkämpfen auch deutlich machen wollte. Man versucht ein Wort zu setzen, hat damit einen politischen Inhalt und jemand anderes, der einen anderen politischen Inhalt stark machen will, nimmt ein anderes Wort, dann ist es auch schön transparent, dann erkennt man das schon an den Hüllen und dann haben wir den staats- oder kommunikationsaufgeklärten Bürger im Geiste der Aufklärung, der dann sich selber entscheiden kann. Und diejenigen, die sagen, das sei nur Semantik, das ist natürlich auch ein bisschen ein deutsches Spezifikum. Ich erinnere mich noch an eine, glaube ich, berauschende Rede von Joschka Fischer um 2002 im Deutschen Bundestag. Da waren alle beeindruckt von der Rhetorik, die einfach grandios war, auch wenn sie inhaltlich nicht dahinter stand. Da kam hinterher Biedenkopf vom Bundesratbank und hat gesagt, das war jetzt ja ein rhetorisches Feuerwerk. Also er ist nicht in die Inhalte reingegangen, sondern das ist so nach dem Nationalsozialismus Schein-Sein-Problematik. Wenn jemand bombastisch auftritt in der Rhetorik, passt auf, ist der Verführer. Mhm. Und dann wurde gar nicht mehr der Inhalt. Mhm. Und das ist ein spezifisches Deutsches, was in französischen Traditionen ist Rhetorik noch in vielen Dingen sehr viel besser und größer angesehen. Mhm. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Bei uns ist das wirklich sehr häufig so, dass man dann eher davor warnt und sagt eben, das ist jetzt Achtung, Achtung, Macron, der will euch nur verführen und man sich dadurch aber nicht mit seinen Gedanken auseinandersetzt. Das ist so eine ganz klassische deutsche Reaktion. Wenn jemand gut redet und damit Leute überzeugen kann, dann ist man erstmal suspekt. Und das erlaubt einem auch vielleicht, sich gar nicht mit den Gedanken auseinanderzusetzen, die rhetorisch gut verpackt sind. Aber das ist in Frankreich oder auch in den USA, in Großbritannien, das ist ja eine Kunst. Da wird es eher anerkannt, wenn das jemand gut macht. Ja, aber in Ihrem Konzept der strukturellen Dialogizität, ich wusste, dass ich über dieses Wort stolpern werde,
da ist ja rhetorische Brillanz auch nicht drin. Da geht es ja auch vor allem um Inhalte und um die Gleichberechtigung der Sprecher auf die gleiche Augenhöhe. Und dass der Diskurs nicht beendet ist. Ja, genau, dass es immer weitergeht. Dass es immer wieder weitergeht. Das habe ich jetzt auch in meinem letzten Blogbeitrag, wenn ich das erzählen darf. Das war eine Kritik am Infektionsschutzgesetz. Es sei zu schwammig. Obwohl da ja 10 oder 15 Punkte relativ konkret drin sind in dem 28a. Und dann habe ich da versucht, deutlich zu machen, dass ein Gesetz natürlich immer so präzise wie möglich und nur so allgemein wie nötig formuliert sein sollte. Aber es wird immer ein Wahrheitsmoment bleiben aufgrund der Komplexität der Wirklichkeit im Vergleich zum kleinen Gesetzestext. Und dass es gar kein Problem ist, weil wir dann eigentlich eine diskursive Weiterführung haben. Das heißt, irgendeine Behörde, die eine Maßnahme jetzt veranlasst, muss es in Bezug setzen zu diesem neuen Paragraphen. Und das sieht dann der Bürger. Und dann sieht er ja, ob das jetzt schwammig ist oder nicht in dem Gleichen. Das heißt, es geht immer weiter. Der Diskurs ist jetzt nicht zu Ende. Und nach 4 Jahren kann er sein Kreuz machen, ob der Politiker sozusagen oder der Bürgermeister, die Exekutive oder falls es zu Gerichtsentscheidungen kommt, da haben wir dann keine Wahl, aber bleiben wir bei der Exekutive, ob die das in ihrem Sinne angemessen hat. Deswegen ist die Schwammigkeit per se kein Problem, wenn es diese strukturelle Dialogizität gibt, also dieses diskursive Weiterführen, dieses immer wieder Ringen, was ist richtig, was ist angemessen. Und es ist ja auch eine Annäherung letztlich, also auch wenn man inhaltlich am Ende auch nicht beieinander ist, aber man nähert sich an und man begegnet sich vor allem auch auf Augenhöhe dann wieder, anstatt, wie man es einfach leider sehr oft hört, Meinungen auszutauschen und Meinungen gegen die vermeintliche Festung des anderen zu werfen. Und am Ende bleibt jeder bei sich und es stehen nach wie vor beide noch auf unterschiedlichen Terrains. Wie beobachten Sie das von der Wissenschaft heraus? Wie entwickelt sich derzeit eine Fähigkeit und auch ein Wille zum Dialog? Also wir haben jetzt auch viel, wie soll ich sagen, asymmetrische Kommunikation natürlich, weil sich gerade übers Internet eben sehr viel austauscht. Jetzt eben Facebook von Politikern oder auch über Twitter oder andere Online-Foren. Mhm. Da ist natürlich immer die Frage, wie kann man dann reagieren? Mhm. Aber ich habe doch jetzt mal breit gesagt und natürlich auch unwissenschaftlich gesagt den Eindruck, es gibt sehr viele Leute, die gerne ihre Meinung kundgeben, aber kundtun, aber nicht unbedingt in Interesse wirklich am Austausch sind, weil natürlich dann der Dialog immer wieder auch ein Hinterfragen der eigenen Meinung ist. Wie sehen Sie das in Ihrer wissenschaftlichen Betrachtung? Und vor allem, was könnte man tun, um wieder Dialog zu lernen stärker? Ja, also was ich glaube, man allgemein sagen kann, wie konnte man als Staatsbürger vor 30 Jahren seine Meinung kundtun? Man musste an eine Zeitung einen Leserbrief schreiben. Und entweder man hat es geschafft, reinzukommen oder nicht. Oder waren irgendwelche Halbgötter, nicht in Weiß, aber in Karohemd und haben gesagt, der Brief kommt rein oder er kommt nicht rein. Jetzt kann eigentlich jeder mit relativ geringen finanziellen Hürden sich in einem doch großen Netz breitun. Das könnte man jetzt mal ganz naiv und nüchtern betrachten, ist so wunderbar. Das ist doch eigentlich basisdemokratisch, besser geht es gar nicht mehr. Wir haben nicht mehr dieses Nadelöhr von irgendwelchen Redakteuren, die uns sagen, was reinkommt. Dann haben wir aber natürlich ein Stück weit auch, ich sagte das zu Beginn schon ein bisschen, vielleicht das, was man früher als Stammtisch bezeichnet hat. Dann ist nicht jedes Wort sehr wohl geschliffen. Deswegen ist es jetzt eine Verrohung oder nicht, das steckt ja auch ein bisschen hinter Ihrer Frage. Das ist, glaube ich, ausgesprochen schwierig. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die aber auch noch nicht zu Ende sind, wie diese Netzwerke sind, wer zitiert wen, wie sind diese Diskursdynamiken wie entstehen diese. Das ist ausgesprochen schwierig zu beurteilen. Ich bin prinzipiell Berufsoptimist und von daher glaube ich auch, dass ein rationaler Diskurs letztlich immer wieder auch kanalisiert und einen Leitgedanken darstellt und ich jetzt auch vor einer Überhöhung des Mediums in diesen Hate-Speech-Kanälen davor eher warnen würde. Also da würde ich gerne widersprechen, weil das Nadelöhr-Redakteur ist ja ersetzt worden durch das Nadelöhr-Logarithmus. Nur, dass keiner den Logarithmus demokratisch irgendwie im Zweifel zur Rechenschaft ziehen kann. Und das ist schon eine neue Dimension, weil auch bei dem Redakteur war es spannend, wenn jemand einen scharf angespitzten Bürgerbrief geschrieben hat,
aber der vielleicht auch gesagt hat, naja, wenn der jetzt wirklich fernab ist, dann veröffentlichen wir den vielleicht nicht oder wir suchen nochmal das Telefonat mit der Person und fragen, was sie damit gemeint hat und dann hilft man sogar vielleicht nochmal bei Formulierungen, da gab es ja ganz viele unterschiedliche Wege, damit umzugehen, aber man hat es nicht unbedingt sofort so gedruckt und bei den Logarithmen ist ja so, dass je schärfer und je absurder es formuliert wird, desto mehr verbreitet es sich. Und das ist schon eine ganz andere Dynamik und Logik. Und das hat was mit Reichweite zu tun, das haben Sie ja auch gesagt. Damals war das halt der Stammtisch. Und wenn man abends was gesagt hat, was man am nächsten Morgen bereut, dann waren 10 um einen rum, aber nicht 1000. Und in der Nacht sind auch vielleicht noch mal ein paar Gerüchte im Dorf dazugekommen, aber nicht in ganz Deutschland. So, das ist schon nochmal eine Reichweitenfrage. Aber es sind eben, wir haben bis jetzt es immer noch nicht geschafft, die Logarithmen unter demokratische Kontrolle zu bekommen oder überhaupt genau offen zu legen, wohinter stehen Personen, wo sind es Maschinen, wo liegt welches Geld dahinter. Das finde ich ist schon mit Blick auf Diskurse für mich immer noch eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Und aber man hat das in den amerikanischen Wahlen auch nochmal so gesehen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Mein Ansatz wäre eher der kommunikationsaufgeklärte Bürger. Trauen Sie mehr dem Bürger zu. Ich glaube schon, dass die Bürger auch unterscheiden können, was Hate und was nicht Hate ist. Und von daher, die Algorithmen, natürlich stellen die ein Problem. Ich will das ja nicht leugnen, was Sie sagen. Aber es ist so ein bisschen eine Frage des Menschenbildes. Ne? Also hat die Demokratie die Aufgabe, die Kommunikationskanäle zu regeln? Mhm. Oder hat Demokratie auch das Potenzial, ihre Bürger aufzuklären? Und dann, wenn das, Sie können sagen, es ist wieder relativ theoretisch, aber wir hätten den Vorteil, dass sozusagen der Endverbraucher, der Kommunikate selbstständig eine Qualifikation vornehmen muss und man muss nicht vorher schon schauen. Nee, aber das ist ja genau andersrum. Wir müssen endlich darüber aufklären, was die Regeln sind, damit die Bürger bewusst handeln können. Also mir geht es genau um das Momentum der Aufklärung. Heute wissen Sie nicht, nach welchen Kriterien, wenn Sie was googeln, das nächste Google-Ergebnis bekommen. Sie haben keinerlei Möglichkeit, das heute rauszufinden. Das ist null Transparenz. Das ist überhaupt nicht ein mündiger Bürger, sondern einer, der davon abhängig ist, was Google gerade macht, um am meisten Geld zu bekommen. Und wenn wir eine mündige wieder Gesellschaft wollen, dann brauchen wir eine Transparenz über die Regeln, die der Markt da de facto aufgestellt hat, die wir als Bürger nicht demokratisch kontrollieren und deswegen und die Transparenz nicht haben. Für mir geht es genau darum, dass die Bürger wissen, was sie bekommen und warum sie jetzt gerade diese Informationen bekommen und nicht eine andere. Und diese Transparenz fehlt bei uns. Und das ist der Schritt, den wir brauchen, glaube ich, diese digitale Aufklärung. Und die braucht einen richtigen Rahmen. Und ich halte sehr viel von den Bürgern. Ich halte sie werden immer unterschätzt. Und ich sage auch mal, wenn mich Menschen fragen, warum geht man in die Politik oder nicht? Oder warum, wann soll man es besser lassen? Sage ich immer, wenn ihr die Menschen nicht mögt, geht bitte nicht in die Politik. Ja, also ja, man muss so, wenn man sie nicht schätzt und nicht mag, dann darf man bitte keine Politikerin werden oder Politiker. Mhm. Aber es geht da wirklich um die Aufklärung, um die Möglichkeit, selbst wieder zu entscheiden, darüber zu bestimmen zu kommen, auch welche man bekommt. Und wir sehen das leider, wie das bei den Verschwörungstheorien ist, dass wenn man einmal in dieser Blase drin ist und man nur noch diese Informationen bekommt, ja, wenn ich etwas google, kriege ich ja ein anderes Ergebnis. Ich google das gleiche Wort, ja. Ich google Herr Felder und dann kriege ich was anderes, als wenn es Ihre Nachbarin googelt. Wir kriegen ja nicht das gleiche Ergebnis, obwohl wir beide nach dem gleichen suchen, sondern es ist schon gefiltert nach dem, was ich bis jetzt geguckt habe und was vielleicht Ihre Nachbarin geguckt hat. Und die meisten wissen das aber noch nicht mal. Die meisten Menschen denken, dass wenn sie ein Wort googeln, dass sie in ganz Deutschland das Gleiche als Antwort bekommen. Und es gibt ja mittlerweile Aussteigerberatung aus diesen Verschwörungstheorien. Ne? Da ist eines der grundlegenden Sachen, Handy komplett weg, weil sie kommen aus den Logarithmen ja gar nicht mehr raus. Sie müssen einfach komplett neu programmieren, wieder bei Zero anfangen, um da überhaupt wieder rauskommen zu können. Und das sind schon Dinge, wo ich sage, genau um den mündigen Bürger zu stärken, brauchen wir diese Transparenz. Ich spreche natürlich nicht gegen Transparenz, da haben Sie 100% recht. Die Frage ist ja nur, weiß der Endverbraucher das wirklich in der Form nicht? Und das glaube ich eben nicht, dass das schon relativ verbreitet ist. Und in Blasen bewegen wir uns, glaube ich, alle. Das sind nicht nur die, also diese Gefahr besteht immer wieder, des Blasenphänomens. Das heißt, Transparenz sehr gerne, gar kein Widerspruch. Aber auch da, glaube ich, ist die mächtigere Waffe, und das läuft ja auch schon sehr viel in den Schulen, eine klare Aufklärung,
der Internetkompetente ja, oder Medien- der Medienkompetente. Ja. Ja. Also vielleicht sind wir da gar nicht so weit auseinander. Ja. Ich glaube, es ist auch dann die Frage, in welchem Medium sich bewegt. Also ich würde auch auf jeden Fall unterschreiben, natürlich über Bildung sehr vieles zu erreichen und auch über ein Interesse tatsächlich, wieder ein Interesse und eine Neugier auch, mehr über die Welt zu lernen, als nur dann sich die eigene Blase eben zu bestätigen, was die ja auch wiederum sehr hermetisch macht bei vielen Menschen. Aber je nachdem, auf welchem Forum oder eben in welchem Medium man sich bewegt, dann ist man eben sehr stark mit sehr lauten, also Schreiern sozusagen konfrontiert oder Leuten, die sehr grob, auch sehr herabwürdigend argumentieren. Und ob man sich dann als jemand, der anders kommunizieren will, auch vielleicht ein anderer Typ von Mensch ist, der sich diesem Holzschnittartigen und diesem Lauten und zum Teil auch Angriffslustigen nicht so aussetzen will, dann zieht man sich da vielleicht zurück. Und das ist ja auch etwas, das wir jetzt beispielsweise auch bei diesen Corona-Anti-Hygiene-Demonstrationen erleben, dass es welche gibt, die völlig dagegen sind. Die Mehrheit nimmt ja sehr vieles mit und hält sich ja an sehr vieles. Aber diejenigen, die sehr, sehr große Aufmerksamkeit fordern, die sind halt nun mal sehr, sehr stark präsent. Ne? Und da ist noch die Frage, wo teile ich denn meine Meinungen oder meine Überzeugungen auch mit? Ja, da hätte ich eine Frage an Frau Brandner. Ja. Meinst du, dass die Auseinandersetzungen heute über Corona so anders sind als jetzt damals über Atomkraftwerke oder NATO-Doppelbeschluss? Also ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft heute so viel, da ging es doch heftig zur Debatte. Mhm. Und man hat sich gegenseitig die Rationalität abgesprochen und beschumpfen und alles Mögliche. Ja, und wir sind relativ gut aus der Zeit rausgekommen. Aber Sie sind in der Praxis, Sie sind in der Metropole, wir sind ja hier in der Provinz. Die Doppelbeschlüsse habe ich, da war ich noch nicht so richtig politisch aktiv, deswegen habe ich nicht den direkten Vergleich. Kommen wir aus dieser Phase wieder gut raus? Ich denke auch, also ich bin auch optimistisch. Ist das... Also was ich eben schon, man kann natürlich sagen, ne, es gab auch immer Propaganda von außen, auch damals bestimmt in Deutschland, und es gab Einflussnahme von außen. Aber auch jetzt, dass wir zum Beispiel gesehen hatten, zu Beginn der Corona-Phase gab es ja dann schon so Richtung April, Mai diese Sorge vor dem Impfen. Ne? Und dann hatten wir auf einmal die Impfdebatte und wir hatten alle im wir als Abgeordnete verstanden gar nicht, woher kommt auf einmal dieses gegen die Impfpflicht, ja, wir waren alle froh, wenn die Forscher mal schneller vorankämen und wir einen Impfstoff bekämen, aber also die Debatte war noch weit weg von Impfpflicht oder irgendwas in die Richtung, aber sie lief in den sozialen Medien und wir dachten am Anfang, das sei eine deutsche Debatte, ne, also irgendwie deutsche Geschichte, keine Ahnung was. Und dann gibt es aber mittlerweile zum Glück beim Europäischen Auswärtigen Dienst eine Auswertung, wann welche Debatten in der EU, in welchen Mitgliedsländern aufpoppen. Und dann konnte man eben sehr gut sehen, dass diese Impfdebatte gleichzeitig in allen EU-Ländern aufpoppte mit den gleichen Fake News und mit den gleichen falschen Behauptungen, mit dem gleichen Spin. Fast zeitgleich in fast allen EU-Ländern und halt von außen gesteuert. Und das ist schon auch nochmal was, wo ich denke, boah, ob das damals auch so war, ich weiß es nicht, aber es ist schon funktioniert. Die hat ja einen Vorläufer, das ist ja auch, die dockt ja unmittelbar an die große Debatte an Masern oder dergleichen. Wir haben europaweit schon immer eine Debatte, die immer stärker wird, allgemein zur Impfpflicht. Insofern hat sich da das als Kontinuum fortgesetzt. Aber ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass im März, April dieses Land doch sehr brav war. Es gab ja gar keinen Diskurs mehr. Die Kanzlerin sagte dann irgendwann, nee, oder irgendjemand fordert, wir müssen jetzt wieder diskutieren dürfen. Mhm. Also es war doch ein extrem diszipliniertes Land im März und im April. Dann wurde gefordert, dass man über die Maßnahmen diskutieren darf. Also es wurde sozusagen darüber diskutiert, darf man auch widersprechen, weil der Konsens war unglaublich groß. Und dann irgendwann ist es wieder aufgebrochen. Das gehört natürlich dann letztlich auch zur Demokratie. Ich fand es irgendwie beruhigend, dass der Diskurs jetzt als Mensch, nicht als Wissenschaftler, weil das eine bedrohliche Situation war, weil wir waren alle relativ brav, diszipliniert. Genau. Wir waren doch nicht alle diese Oberegoisten, sondern haben mal beim Nachbarn geklingelt und gefragt, ob man was beim Einkaufen mitbringen kann. Sind doch nicht so eine schlechte Gesellschaft, wie in der Zeitung immer steht, weil in Twitter wieder, was weiß ich, welche Hate News waren. Und dann hat aber irgendwann die Disziplin aufgehört und jetzt haben wir natürlich wieder das große...
ja, wie nennt man das, das die Vielstimmigkeit, wenn ich das mal diesen Euphemismus verwende. Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ich habe ziemlich früh angefangen, mich zu beschweren über die Grenzschließungen. War da ja auch durchaus, glaube ich, eine wahrnehmbare Stimme und habe relativ früh angefangen zu sagen, wir müssen jetzt mal europäisch solidarisch sein. Vielleicht, wie wäre es denn mal, wir könnten ein paar Italiener in unsere freien Betten aufnehmen, ein paar Franzosen. Also und also für mich persönlich würde ich das jetzt nicht, vielleicht nicht die Sachen, die Sie kritisiert hätten, aber... Aber der Lockdown war doch ziemlich akzeptiert, oder? Das ist Lockdown? Ja jetzt eine Detailkritik. Sie haben mehr Solidarität eingefordert in Europa, aber die Disziplin gegenüber den einschränkenden Maßnahmen beim Lockdown war in der Gesellschaft, gab es kaum eine Diskussion, also meiner Beobachtung nach. Haben Sie recht, aber das Unwissen so groß war und wir alle lernten und schauten und versuchten so viel wie möglich. Genau, aber das war eine interessante Erfahrung. Interessante Erfahrung, weil wir alle lernten. Und natürlich gab es, ich sag mal, wir haben sehr schnell kritisiert gehabt, dass es für die Kinder besser sein muss und dass es weniger Isolation. Also sozusagen, aber Sie haben recht, so 3-4 Wochen ging das, bis man dann angefangen hat, die Kritik. Das waren die Wochen der Orientierung, in denen wir alle einfach versucht haben zu verstehen, wie funktioniert dieses Virus und welche Erfahrungen gibt es weltweit, von denen wir lernen können und was kann man davon in Deutschland wie umsetzen. Aber ja, wie gesagt, ich fand eigentlich, also das war, ist ja auch ein schwieriger Grat, war für uns als Grüne, als Opposition auch nicht einfach, weil wir haben natürlich immer intern viel mit, auch in dem ersten Infektionsschutzgesetz hatten wir ja damals schon einiges reinverhandelt gehabt dafür, dass wir zugestimmt hatten. Ja, also dass die epidemiologische ganze Einschätzung eben durchs Parlament muss und nicht von Herrn Spahn bestimmt werden kann. Damals war schon im ursprünglichen Entwurf eine sehr, sehr weitreichende App vorgesehen mit unglaublichen Daten, also unserer Meinung nach datenschutzrechtlich überhaupt nicht konform, wo wir gesagt haben, wenn ihr wollt, dass wir zustimmen, dann muss das raus. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, die wir alle dann intern verhandelt haben, damit wir dann zustimmen konnten und die Demokratie theoretisch alle auch richtig waren. Also davon bin ich immer noch überzeugt, dass es gut war, dass wir zugestimmt haben, aber trotzdem Verbesserungen erreicht hatten. Aber nach draußen transportierfähig war das natürlich nicht, weil die einzigen, die eine Stimme hatten, waren die Virologen. Ja, also das war ja auch die Zeit, wo die Sprache nicht unbedingt im Bundestag war, selbst obwohl wir haben ja immer gearbeitet, wir waren ja nie nicht zusammenkommend, sondern wir haben ganz, also Fraktionssitzungen sind digital, aber das Plenum war immer analog. Und da, das fand ich eher so, dass man gemerkt hat, die Aufmerksamkeit war einfach auch bei anderen Akteuren. Und dadurch war es durchaus auch schwieriger, solche differenzierteren Debatten im Sinne von wir stimmen zu, weil wir es an sich richtig finden, aber wir haben Verbesserungen erreicht, gar nicht transportieren konnte. Wäre diese Situation im März, April dann so eine Zeit, wo Ihr Dialogkonzept an seine Grenzen stößt, wo man sagt, okay, da ist so viel Handlung, so viel Entscheidungskraft gefragt, dass man da auch mal die Debatte kurzzeitig beenden muss? Ja, es hat ja niemand den Dialog direkt verboten. Also wenn meine Analyse oder meine Beobachtung stimmt waren, und Sie haben es ein Stück weit jetzt ja auch bestätigt, es waren alle so mit sich selbst beschäftigt, dass man sich erstmal orientieren musste. Also es war ja kein Verbot von oben. Es war dann nur interessant, dass die ersten Widersprüche erstmal brav angemeldet wurden, wie in der Schule. Ich melde mich mal und möchte jetzt gegen diese konsensual so groß gefassten Beschränkungen leicht Widerspruch einwenden, ganz diszipliniert und brav. Das war da als Phänomen, aber es war keine Verordnung von oben, sondern eigentlich haben sich die meisten mehr oder weniger selber dran gehalten. Aber es war schon da klar, dass es nicht lange dauern wird, weil das ja jetzt auch kein guter Zustand ist. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, also wie gesagt, die Sprachlosigkeit, die fand ich, war relativ kurz und dann haben wir schon die Kritik eingebracht, aber es war nicht das, was auch in der Öffentlichkeit wirklich interessiert hat, sondern wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, alle Journalisten waren mit dem Verständnis echt noch beschäftigt. Das war wirklich, also, und dann damals, wir haben ja seither sehr viel über diese App diskutiert, ne? Und das war damals in der ersten Runde schon, wo wir gesagt haben, nee, so kann die da auf gar keinen Fall reinkommen. Thema, aber das war damals medial unmöglich, weil es so ein Detail war, wo alle gesagt haben, oh Gott, wir müssen erstmal verstehen, geht es über die Luft oder geht es über mit Anfassen, das war ja alles noch nicht klar und das interessierte viel mehr Leute als die Frage, wie wird so eine App ausgestaltet und ist die datenschutzkonform oder nicht. Aber wir haben das, also deswegen ist, glaube ich,
ja, wir haben das selber, wir waren uns dessen selber im vollen Bewusstsein, dass wir damit nicht durchdringen, also öffentlich nicht durchdringen. Mhm. Und aber haben es trotzdem gemacht. Aber in dem vollen Bewusstsein, wir kämpfen jetzt für etwas und erreichen sogar etwas und es wird wahrscheinlich nie jemand mitbekommen. aber man macht es ja trotzdem. Ja, ist interessant. Wir wollten eigentlich im Vorfeld gar nicht über Corona sprechen und so, aber das Thema, das hat so eine Eigendynamik, passend zum heutigen Wort des Jahres, ne, zur Corona-Pandemie. Ja, ja, die... Ja. Die Veranstaltung hier ist nicht zufällig auf den Montag gesetzt worden. Ich würde ganz gerne nochmal zurück zu Ihrem Konzept der Dialogizität. Denn eine Frage an den Berufsoptimisten Felder habe ich dann doch noch. Ich habe gesehen, dass in Ihrem Blog, wo Sie das Konzept erläutern, dass es da auch eine ganze Reihe von Kommentaren gibt, also viel, ich glaube so an die 50. Und gleich der zweite ist ein Paradebeispiel für Nicht-Dialogizität. Also ein Kommentar, der aus lauter monolithischen Wahrheiten besteht, ist setzen und das ist so und die sind alle versifft und die Medien haben ja sowieso. Da muss man sich doch als Autor fragen, habe ich in der falschen Sprache geredet oder was? Die haben nicht darauf geantwortet, habe ich gesehen. Ja, genau. Wie reagiert man da? Also ich antworte immer dann, wenn eine sachliche Frage oder ein Widerspruch kommt und dann bedanke ich mich immer höflich für den sachlichen Beitrag und versuche, das nochmal zu beantworten. Ja, aber wenn Sie einen Korb voll Kirschen haben und da sind zwei Faule, schmeißen Sie auch nicht alle weg. Also das ist wieder so eine, da können Sie sagen, zum Berufsoptimisten gehört noch die rosa Brille. Also da ist dann mein Konzept, da findet dann keine Aufwertung statt. Sondern durch das, dass ich jetzt noch drauf reagiere oder jetzt, dann könnte ich ja letztlich nur erzieherisch tätig sein und den moralischen Zeigefinger erheben. Und sagen, bitte formulieren Sie besser. Das machen die dann zum Teil auch untereinander. Die sind ja in verschiedenen Blogs bei Silox unterwegs. Und manchmal sehe ich auch, dass Debatten, die zu anderen Beiträgen geführt wurden, dann rüberschwappen. Die kennen sich dann zum Teil auch schon, sind ähnliche Protagonisten. Insofern würde ich sagen, die sind dann hinterher im psychosozialen Gleichgewicht, indem sie das rausgedonnert haben, wie vielleicht beim Stammtisch auch mit dem einen oder anderen dicken Spruch. Und dann lassen Sie es gut sein. Ich will die da nicht aufwerten. Es gibt viele ganz fantastische Kommentare, Erweiterungen, Hinweise, die ich auch noch nicht gesehen habe. Wirkungen dessen, was ich sage, wo ich, oh, das war mir gar nicht bewusst, aber klar, das kann auch so ankommen. So handhabe ich es übrigens auch. Wer mich nicht beleidigt, kriegt eine Antwort. Ja gut, nee, beleidigend war es ja auch wirklich nicht, aber es war halt wirklich das Gegenteil von diesem Dialogkonzept. Es war ein Monolog. Und natürlich kann ich auf einen Monolog antworten, aber es war natürlich klar, es wird zu nichts führen. Aber dann dachte ich halt, da sind die Regeln ja gar nicht verstanden oder... Naja, aber stellen Sie vor, ich würde da Trost drauf reagieren oder würde da anrufen und bitten, das zu löschen, dann wäre ja natürlich das Opfer geboren. Ne? Also ja, es kommt ein bisschen Widerspruch, dann hält er das nicht aus. Also da würde ich sagen, lassen wir die Leute dann mal toben. Und dann setze ich wieder darauf an, dass die anderen Blogbeitragenden dann sehr wohl das auch selber merken. Die brauchen nicht von mir ein Fähnchen. Achtung, da war was nicht in Ordnung. Das erkennen die dann schon auch selbst. Ne? Ja, ist ja auch eine Zeitfrage. Ja. Frau Brandner, bei Ihrem Facebook-Account ist mir aufgefallen, dass der wirklich sehr, sehr dialogisch ist. Also Sie gehen in einen intensiven Austausch mit Ihren Wählerinnen, Wählern, mit Interessierten überhaupt auch. Gerade einer der neuesten, da ging es auch um Corona natürlich, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, das Thema, um Impfen. Und es ging eine ganze Weile hin und her und ich dachte, eigentlich relativ untypisch für Facebook, haben Sie wirklich längere Beiträge, auch komplexe, also gerade bei diesem Medium, das wenig kurze Aufmerksamkeitsspannen eigentlich nur hat, da muten Sie Ihren Lesern, Leserinnen eigentlich eine ganze Menge zu. Ich fand es aber richtig gut und dachte, ist das ein bisschen so eine Erziehungsgeschichte auch? Oder ist es tatsächlich, also Sie machen sich sehr die Mühe, auf die Leute einzugehen und wir leben ja zeitgleich auch jetzt in einer Ära, wo es Politiker gibt, die keine Pressemitteilungen rausgeben, sondern Twitter schreiben und so weiter. Inwieweit haben Sie überhaupt auch die Zeit, das selber zu schreiben oder gibt es Beratungen dazu? Oder, weil es ist ja auch eine Frage, man hat ein enges Zeitkorsett, es muss differenziert sein, es muss auch überzeugend sein und alles eigentlich sehr schnell und in diesen schnellen Innovationszyklen, die ja auch das Internet wiederum vorgibt. Ja, also manchmal
sagt mein Team auch, jetzt mach's doch mal schneller. Und ich dann aber noch eine Runde über den Formulierungen sitze und nochmal schleife und nochmal genau überlege, ob es die richtigen Sätze sind. Und dann unterlaufen mir manchmal Fehler. Ich hatte neulich eine, das war als in die Anschläge in Wien und davor war ja schon Nizza. Und ich hatte bei dem einen von also Mord und bei dem anderen, habe ich dann nur geschrieben, waren auch 4 getötet. Und dann hat mir eine geschrieben, hat gesagt, sie findet das nicht die richtige Vokabel dafür. Und dann habe ich gesagt, sie hat recht. So. Und dann habe ich mich auch dafür entschuldigt und habe es korrigiert und verbessert. Und dann habe ich auch gesagt, Mann, habe ich aufmerksame Leserinnen und Leser. Und dann hat mir diese Facebook-Person hinterher auch noch dann per Messenger geschrieben, dass sie sich erst überlegt hatte, ob sie mir das schreiben sollte oder ob sie dann von mir einen Rüffel oder oder von den anderen in meiner Blase gleich abgetan wird. Und sie dann aber gedacht hat, nee, bei der Frau Brandner geht es. Und sich dann extrem darüber gefreut hat, dass ich das sogar so gesehen habe, wie sie uns dann daraufhin korrigiert habe im Text. Und die sieht häufig Sachen ganz anders als ich. Und ich habe das aber als echt extremes Lob empfunden und als Wertschätzung, dass sie erstens mir das geschrieben hat und zweitens es dann mir so artikulieren und mir rüberbringen konnte. Das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich gedacht, es lohnt sich, da die Zeit rein zu investieren und drauf einzugehen. Und man arbeitet ja auch selber an seiner Sprache. Also mir unterläuft es auch immer noch, dass ich immer von wir müssen oder so sprechen. Ja? Und wir müssen nur sterben, alles andere müssen wir nicht. Ja. Also deswegen einfach solche Begriffe rauszustreichen, aus seinem eigenen Vokabular anders zu arbeiten. Aber da arbeite ich auch täglich an mir selber. Das ist, und das finde ich, geht eigentlich bei Facebook ganz gut. Also zumindest habe ich eine Leserschaft, die mir auch entsprechendes Feedback gibt, auch das mit aufnimmt und teilweise sogar dann noch mehr Infos erfragt. Also auf diesen Corona, diesen Infektionsschutzgesetzbeitrag, haben mich ganz viele dann nochmal angeschrieben direkt und haben nochmal um mehr Inhalte gebeten. Und dann habe ich denen sogar noch unseren Antrag geschickt und alles. Und danach haben die gesagt, okay, jetzt fühle ich mich informiert. So, und das ist, aber ich habe eine Mitarbeiterin, die wirklich fast wirklich sehr viel mit Bürgeranfragen macht. Und weil ich eben diese Regel habe, wer mich nicht beleidigt, kriegt eine Antwort. Und ich auch schon die Erfahrung habe, dass selbst solche, die eigentlich einfach nur ranten, ja, einfach die erstmal nur schreiben, was sie alles denken. Und wenn man dann ganz höflich darauf antwortet und nochmal schreibt, dann am nächsten Tag antworten und sagen, es tut mir leid, dass ich das so geschrieben habe, aber ich danke Ihnen herzlich für diese Antwort. Das passiert nicht immer, aber es passiert regelmäßig. Und dann denke ich immer, ja, war es doch wert, darauf zu reagieren. Wie gesagt, ich mache so, wenn jemand mich anschreibt mit, das kommt leider häufig vor, Fotze oder so, die kriegen keine Antwort. Weil ich denke, das ist eine Grenze, wo ich sage, nee, da muss ich nicht drauf antworten. Das ist die, wo irgendwann muss man für sich selber so eine psychische Grenze ziehen, also Selbstrespekt. Und ja. Selbstschutz auch, denke ich, ne? Selbstrespekt, genau. Ja. Also was da muss ich nicht drauf reagieren. Ja. Wenn mich so anspricht, dann. Aber das müsste doch in Ihrem Sinne sein, oder? Ja, hundertprozentig. Ja. Ich meine, das ist ja ein Bemühen, den Dialog aufrechtzuerhalten, aber es gibt Minimalregeln der Höflichkeit. Ich muss mich nicht derart beleidigen lassen. Also. Ja, und ich meine, da passiert ja auch einiges. Also ich glaube, durch Sie, Ihre Homepage oder durch Dialog im Vorfeld, kam ich auf ein Handbuch, das der Europarat schon 2014 herausgegeben hat, wie man auf Hate Speech reagiert. Und da, ich habe ein bisschen durchgeblättert, das ist ein Riesending, aber da gibt es eine Seite mit 10 Do's und 10 Don'ts, also wie man sich verhalten soll und nicht. Das ist natürlich etwas einfach gestrickt, aber es geht eigentlich sehr in die Richtung, die Sie dann vom Standpunkt des Linguisten her vertreten. Da geht es auch um Augen, gleiche Augenhöhe, Respekt, Gleichberechtigung, immer Diskussion zu lassen, keine Dogmen vertreten, also immer diese Dialogbereitschaft zeigen, niemanden ausschließen, keine Verallgemeinerungen. Ne? Das ist ja bei Ihnen auch drin. Also da ist schon einiges vorhanden. Man müsste sich nur dran halten. Ja, wobei mit einer gewissen Verallgemeinerung müssen wir immer arbeiten und Profilierung. Aber gut, die alten guten Höflichkeitsregeln, die bringen einem da, glaube ich, auch schon ein Stück weit weiter. Ja, sicher. Ja.
Ja, ich möchte mal noch ein Beispiel bringen von der Person, die als Politikerin von Hate Speech, aber auch von Taten betroffen war. Eine Bürgermeisterin aus Bayern, die Anfang des Jahres nach 12 Jahren ihr Amt in einer Kleinstadt in Bayern aufgegeben hat. Eine parteilose Bürgermeisterin, die halt so viele meistens anonyme Zuschriften mit entsprechend hartem Inhalt zu bekommen hat und auch, ja, also ihr Auto wurde beschmiert, sie hat einen Nagel in den Reifen gekriegt. Also sie hatte Konsequenz gezogen, sie tritt nicht mehr an. Und zwei Dinge fand ich in dem Interview mit ihr bemerkenswert. Sie sagt, besonders betroffen hat sie gemacht, dass nachdem sie diese Vorfälle öffentlich gemacht hat, sie praktisch keine Solidarität aus der Gemeinde bekommen hat. Es gab ein, zwei Zuschriften, aber sonst Schweigen. Das hat sie sehr betroffen gemacht. Und das Zweite, wer nicht geschwiegen hat, das waren ihre Bürgermeisterkollegen, die reagiert haben nach diesem Öffentlichmachen, die gesagt haben, mir geht es genauso, aber ich traue nicht, drüber zu reden. Also ein Tabuthema, warum? Um keine Schwäche zu zeigen oder um Schaden von der eigenen Gemeinde abzuwälzen. Und da dachte ich auch, naja, dann wäre es doch auch da sinnvoll, Dialogpartner einzubeziehen, eben die Leute aus dem Umfeld, die bisher geschwiegen haben, die auch mal einzubeziehen. Ja. Was Sie jetzt aber erwähnen, ist ja klar, die Grenze der Strafbarkeit schon überschritten. Also erstens das, was nicht mehr dialogisch ist, und auch innerhalb der Kommunikation haben wir klare Strafbarkeitsregeln der Verleumdung und der Beleidigung. Und da, glaube ich, sollte man auf alle Fälle aktiv werden. Ich glaube, Frau Künast war da ja auch, musste lange darum kämpfen. Aber das halte ich für sehr sinnvoll, dass dann so auch ein Exempel wirklich breit in der Bevölkerung diskutiert wird und dann deutlich wird, so geht es nicht. Das meinte ich ja vorhin mit, es gibt eben Grenzen, Beleidigung, Verleumdung, die sind ja eigentlich auch schon seit Jahrzehnten oder schon seit Jahrhunderten eigentlich akzeptiert. Das ist auch nicht neu. Also da haben wir auch eine sehr präzise Rechtsprechung dazu. Das ist die Frage ist nur manchmal, ob wir das gut genug auch im Digitalen dann durchsetzen. Aber den Fall, den Sie beschrieben haben, der war ja sogar sehr analog. Und da, glaube ich, muss man dann einfach wirklich mit aller Klarheit das zurückweisen. Das ist für mich eben auch keine Form des Dialogs. Also Das ist ja der Punkt. Sie hatte ja keinen Gegenüber, mit dem sie in Dialog treten konnte. Und dann dachte ich, ja, und da hätte, oder das hat sie auch so formuliert, ihr hätte sicher geholfen, wenn andere von außen in quasi Dialog eingetreten wären, durch Zustimmung, durch Solidarität, durch zur Seite springen. Ja, eindeutig. Also das merkt man ja selber, dass es einem gut tut, wenn man dann nicht alleine ist, sondern erfährt, dass andere es ähnlich sehen oder einen unterstützen. Und deswegen hat ja übrigens in Baden-Württemberg die Landesregierung, was ich auch sehr wichtig fand, eine Ansprechhotline für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker eingerichtet. Also auch Gemeinderäte eben dann, und nicht nur jetzt wir Bundestagsabgeordnete, sondern jeder Gemeinderat, das ist eine Hotline, die extra für diese Person ist, um sich da auszutauschen, Rat zu holen, auch zu wissen, ab wann kann ich eine Strafanzeige stellen, also was hat Aussicht auf Erfolg, wo lohnt es sich, wie stelle ich die Strafanzeige, dass sie Aussicht auf Erfolg hat. Das haben wir jetzt seit 1,5 Jahren in Baden-Württemberg, da war ich sehr froh drüber. Und das wird auch genutzt. Und das ist genau der Gedanke im Sinne von, dass diese Menschen sich irgendwo hinwenden können, auch wenn sie vielleicht vor Ort niemanden dazu haben, aber dass sie in Austausch treten können. Und das gibt es noch nicht in allen Bundesländern, in Bayern leider noch nicht, aber meine grüne Kollegin Katharina Schulze kämpft in Bayern dafür, dass sie das dort auch mal einführen. Aber es hat sich bewährt, sage ich mal, in den letzten Jahren, weil es wirklich genau dieser Punkt ist, mit wem kann ich mich auch mal informell darüber austauschen, wer gibt mir einen Rat, wann ich was wie öffentlich mache. Eben auch nicht, um in Fallen reinzutappen, von denen wir es vorher hatten, die anderen einen ja aufstellen, damit man reintappt. Und wir sind dann irgendwann damit zum gewissen Grad trainiert und im Zweifel rufe ich Renate an und frage, sag mal, wie würdest du darauf reagieren? Und ich weiß, die hat ja schon Jahrzehnte Erfahrung damit und im Zweifel weiß sie, wer der richtige Rechtsanwalt ist. So, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich auf die kommunale Ebene auch bringen müssen. Unbedingt, weil sonst macht es keiner mehr. Und man muss bedenken, dass gehört zu werden bedeutet, nicht gleich Recht zu bekommen. Also es sind ja dann viele frustriert. Also ich kann ja
die Politiker oder so eine Plattform bedienen, aber niemand gibt mir recht. Also das sind nun mal zwei verschiedene Komponenten, die, glaube ich, mitunter auch deutlich gemacht werden sollten. Ja. Aber dann kommt wieder hinzu, die Kommunikation ist ja nur alibihalber. Ne, die machen so, als ob sie mit einem reden wollten. Aber dann passiert es ja doch nicht. Da haben wir natürlich dann auch illusionäre Vorstellungen und Erwartungen, die dann irgendwann dann auch nicht mehr zu bedienen sind. Ja, die Erwartung, dass wenn man mit jemandem gesprochen hat, dass es dann auch passiert. Mhm. Ich musste da, wir hatten ja letztes Wochenende davor unseren Grundsatzparteiprogramm, die große Konvent Digital. Und auf dem Sofa. Auf dem Sofa, genau. Und Marianne Birtler hat gesprochen, die ja eine, der aus der Bürgerrechtsbewegung war und dann später auch diese Gauck-Behörde übernommen hat. Und dann wurde sie eben sehr persönlich auch gefragt, was sie denn dann so gelernt hat, 89, 90. Und dann hat sie das, was sie sehr schnell und sehr schmerzhaft gelernt hat, ist, dass Demokratie nicht bedeutet, dass alles so läuft, wie ich es gerne hätte. und das ist, glaube ich, wirklich dieses, also da muss ich mal seither so häufig dran denken, weil es ist manchmal wirklich, also ist aber, ja, also im Sinne von, was ist das Verständnis überhaupt? Und das merken wir dann auch manchmal, dass es dann auch zu Frust führen kann. Also jetzt habe ich mit einer Abgeordneten gesprochen, es passiert trotzdem nicht. Hm. Also es ist fast noch frustrierender, als ich hätte mit keiner Abgeordneten gesprochen, weil dann könnte ich wenigstens sagen, die hört sich nicht zu. Aber so wird es, die hat mit mir gesprochen und macht es trotzdem nicht. Also das Ganze ist noch schlimmer. Diese Dynamiken kenne ich auch. Hm. Du hattest noch eine Frage zur Besetzung vom Wahlkampfteam, Markus. Ja, tatsächlich, die wäre mir jetzt auch gleich eingefallen. Ich habe schon mal auf die Uhr geguckt. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass wir schon so weit vorangeschritten sind. Wir haben auch die Möglichkeit, Fragen aus dem Chat zu beantworten. Aber meine Frage an die beiden wäre zu einer möglichen Zusammenarbeit von Sprachwissenschaftler und Politikerin. Also Herr Felder, könnten Sie sich vorstellen, als Berater eines Politikers, einer Politikerin zu dienen? Und Frau Brandner, könnten Sie sich vorstellen, einen Linguisten ins Team zu holen? Ja, also unabhängig davon, das gibt es schon relativ lange. Also in den 70er Jahren das ist vielleicht historisch ganz interessant, hat, als die SPD 69 die Wahl gewonnen hat, hat schon Biedenkopf 1973 gesagt, wir müssen die Worte zurückerobern. Wir müssen die Sprache, wieder die Sprachhoheit bekommen. Mhm. Und Leute wie Bodo Hombach, also ein Politologe, oder Bergsdorf, die haben dann die CDU und die SPD sprachlich beraten. Und ich kenne auch Kollegen, Josef Klein ist ein berühmter Politolinguist, so heißt das, ein bisschen ein komisches Wort, aber Linguistik, die sich mit politischer Sprache beschäftigt, ist dann in den Teams als Analytiker und letztlich als Berater dabei. Das gibt es vereinzelt schon und ist als Phänomen für Linguisten immer interessant. Ob die Praktiker sagen, das können wir alleine besser, das muss Frau Brandner beantworten. Wir haben das auch regelmäßig, dass wir uns in unsere Fraktionen Experten einladen, um unsere eigene Sprache zu prüfen und zu überprüfen und das dann eben bis auf einzelne Rede oder einfach wirklich zu checken, was löst es aus bei anderen? Ist die Wortwahl die richtige? Ja, das machen wir eigentlich durchaus regelmäßig. Ah, ja. Das wurde schon dann verschrien teilweise. Ja, das läuft dann manchmal unter diesem Framing, das läuft eigentlich viel im also auf Englisch immer. Also die Schlagworte sind eher Englisch, kommen aus dem Englischen. Aber da sind regelmäßig Linguisten auch bei uns. Und dieses Begriffe wiedererobern, das geht uns ja regelmäßig so. Ne? Also zum Beispiel Heimat ist so ein Begriff, wo Robert Habeck ja schon vor Jahren dann gesagt hat, wir überlassen diesen Begriff Heimat nicht den Nationalisten, sondern Heimat ist da, wo ich zu Hause bin und wo ich mich heimisch fühle und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, sondern das gehört zum Menschsein dazu und deswegen überlassen wir diesen Begriff nicht anderen. Aber das dauert, das geht nicht so schnell, selbst wenn man sich das vornimmt. Das ist ja nicht so ein Knopf, auf den man dann drauf drückt, sondern das braucht extrem viel Anstrengungen, auch dann von mehreren Akteuren. Das reicht meistens auch nicht, wenn das einer macht. Ist ja auch nicht so leicht, weil wenn Herr Habeck das sagt, dann muss er daran sich erinnern, dass Heimatvertriebene war ja eine Klientel, die klassisch die CDU gewählt hat. Und
Das war dann natürlich auch Heimat, auch zum Teil bei den Grünen, ein Stigma-Wort, ein Abwertungswort. Wenn er jetzt plötzlich sagt, oh Heimat, das ist doch Areal, das, wo ich herkomme, was Ursprüngliches, was Erdiges, dann muss er ja quasi auch in der eigenen Partei und zumindest historisch betrachtet auch noch Überzeugungsarbeit leisten. Absolut, da waren auch am Anfang nicht alle bei uns happy darüber. Ja, aber Worte ändern sich Gott sei Dank und sie sind ein Stück weit fluide. Sie haben natürlich was Konservierendes, aber sie haben auch eine gewisse Dynamik. Und ich denke da spontan an eine Rede von Cem Özdemir, ne? Die ja auch in die Richtung ging, den Heimatbegriff für die eigene Partei so ein bisschen auszuloten, ne? Ja, das meinte ich auch. Das reicht dann eben nicht, wenn das auch eine Person macht, ne? Sondern das ist dann, wenn man sagt, wo man dann eben auch sieht, dass Begriffe ja auch gezielt von also aktuellen wie der AfD dann benutzt werden, ja, oder dann eben auch die 1848er Revolution und auch die Orte, die dazugehören, und man dann auf einmal denkt, das kann auch gar nicht wahr sein, und dann, wenn man Glück hat, man es noch rechtzeitig mitbekommt und es dann noch selber noch gegensteuern kann, aber das ist dann schon die hohe Kunst. Und das sind, gibt es regelmäßig Begriffe, grundgesetzkonform, ne? Das sind, also es gibt viele Wörter, die früher anders besetzt waren. Oder wir haben ja mittlerweile, bezeichnen wir uns manchmal als die Verfassungsschützer, also im Sinne von, wir verteidigen das Grundgesetz, wobei Verfassungsschützer bei uns in der Partei über Jahrzehnte lang eher ein negativ besetzter Begriff war. Und dann auf einmal definieren wir uns selber als Verfassungsschützer. Das ist dann schon auch nochmal der Twist zu sagen, wir sind jetzt diejenigen, die das Grundgesetz verteidigen. Das ist eine ganz andere Rolle, die aber über so eine Sprach-Wort-Neubenutzung auch dann rüberkommt. Tja, angekommen. Ja. Ja, gut. Rest so sehr, dass wir auf einmal diejenigen sind, die das noch verteidigen. Es ist einfach ein anderer Kontext, eine andere Rolle, auf die man auf einmal hat, die viele von uns, als sie angefangen haben, auch nicht sich haben erträumen lassen können, dass wir auf einmal diese Rolle haben. Also wenn sich die Grünen als Heimatvertriebene bezeichnen, dann muss ich ins Grübeln kommen. Gut. Ja, wir haben eine Chat-Frage bzw. einen Wunsch. Ja, dann lese ich die mal kurz vor. Die Frage lautet, ich würde gerne noch von den Gästen hören, ob und wenn ja, welche Unterschiede es gibt hinsichtlich der Politikfelder, politischen Räume und Ebenen. Kommunalpolitik ist ja nicht gleich Bundespolitik. Wir haben hier auf kommunaler Ebene andere Themen und Chancen auf politischen Dialog als auf Bundesebene. Das ist eine klare Frage an Frau Brandner. Ja. Ah, es geht doch weiter. Oh, Entschuldigung, da kommt noch was. Ich fände es auch sehr spannend, wenn die Antworten auf die Diskussionsfrage nochmal auf den Punkt gebracht werden können, wie Politikerinnen heute sprechen. Okay, dann ist eine Frage an Schlussstatement. Bleiben wir erstmal bei dem ersten mit dem Unterschied zwischen der Bundespolitik und der Kommunalpolitik. Also der erste Teil der Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, war Politikfelder und dann Politikebenen. Und Ebenen, genau. Genau, zu diesem Politikfelder, da gibt es wirklich pro Politikfeld eine eigene Sprache. Also das ist wirklich so, wenn Sie in eine Gesundheitsdebatte reingehen und danach gehen Sie in eine Landwirtschaftsdebatte, das sind andere Sprachen und die benutzen ganz viele Abkürzungen, wo ich auch als Abgeordnete, obwohl ich jetzt viele Debatten verfolge, dann manchmal die Kollegen fragen, sag mal, was bedeutet das denn? Ja, also das ist eine Kodifizierung der jeweiligen Politikfelder, die Experten dann auch im Detail nachvollziehen können, aber und alle Interessierten auch, aber schon selbst ich dann teilweise eben, wenn es um irgendwelche Veterinär-Dinge geht, übersteigt dann auch meine, also so, da, es gibt eigene Sprache pro Politikfeld und je differenzierter, desto mehr Abkürzungen und umso schwieriger zum Nachvollziehen. Da finde ich, gibt es übrigens keinen großen Unterschied, ob man das jetzt kommunal macht oder auf Bundesebene, sondern das ist eher eine Politiksprache in dem gesamten Politikfeld, egal auf welcher Ebene Sie Akteur sind. Können wir gerne noch die europäische dazu nehmen. Viele der Abkürzungen kommen ja aus dem Englischen. Und dann die Ebenen, da gibt es Unterschiede, aber die verwischen sich auch zunehmend, finde ich. Also ich finde das nicht jetzt mehr so, dass man sagen kann, hier machen wir jetzt eine kommunale Debatte und die hat dann gar keinen Bezug zu einer Bundesdebatte. Aber es gibt natürlich noch klar abgegrenzte Debatten.
Aber sie haben, finde ich, mittlerweile echt auch immer wieder die Bezüge, die Zwischenbezüge, was ich ja eigentlich sehr gut finde. Also das würde ich gar nicht auch kritisieren wollen. Weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Felder, aber diese Diskursoffenheit, dass man viel mehr mitbekommt, wie wird es eigentlich in anderen Städten diskutiert oder gemacht, das finde ich ehrlich gesagt immer eher etwas Positives. Also ich sage mal, man kommt heute, glaube ich, weniger durch zu sagen, so haben wir das schon immer gemacht und so machen wir das jetzt auch in die nächsten 100 Jahre. Wenn man halt sagt, aber irgendwie 50 Kilometer weiter geht es auch ganz anders. So, da finde ich, sind die Diskursräume einfach viel auch durch das soziale Medien viel näher aneinander gerückt und finde ich meistens eher positiv. Also, könnte ich nur unterstreichen, das ist ein Beitrag zur Transparenz. Die Entfernungen werden verringert durch diese Möglichkeit. Man hat Vergleichsfolien. In der Tat, ja. Und das, also das merkt man aber, glaube ich, auch, dass es einfach dann auch eingefordert wird und dass mittlerweile auch Kommunalpolitiker durchaus auch Reisen machen an Orte, um sich dann dort zu inspirieren. Das war vor 30, 40 Jahren, glaube ich, auch seltener der Fall. Aber das ist heute das Teil des, ja, man guckt sich an, wie läuft es eigentlich in Kopenhagen mit den Fahrradstraßen, weil man halt damit zu Hause konfrontiert wird. In Kopenhagen geht es doch auch und warum soll es in Heidelberg nicht klappen? Und da muss man eine gute Begründung haben. Und das war... dass da, finde ich, vernetzen sich viel mehr Debattenräume. Und da, also ich finde das sehr positiv. Dann haben wir noch eine Frage, die lautet, interessant fände ich die Einschätzung von Frau Brandner, auf welchen ihrer Kanäle welche Themen adressiert werden. Und als Beispiele werden genannt E-Mail, Social Media und Briefe. Also welche Kanäle und welche Themen ist die Frage. Briefe kriege ich nur ganz selten. Das ist wirklich so, also richtig Post zu Brief. Ganz, ganz selten. Aber da also antworten wir natürlich auch drauf. Meistens sind es Verbände, die einem noch einen Brief schreiben. Ja, also was ich weiß, DEHOGA oder wie auch immer, da kriegt man noch einen Brief. Aber Bürgerinnenbriefe wirklich per Post ist sehr selten geworden. Die meisten schreiben per E-Mail. Das ist, glaube ich, so das Hauptkommunikationsforum. Und dann... Das andere ist eben über soziale Medien, dass man dann dort Kommentare bekommt oder Fragen oder eine direkte Nachricht. Ja, aber mein Eindruck ist, es läuft immer noch viel per E-Mail und ja, Post sehr wenig. Ich freue mich immer über jeden Brief. Das ist wirklich, die werden wohl so, oh, guck mal, ein Brief, Franziska. Ja. Ja, ich glaube, die Frage ging in die Richtung, ob Sie verschiedene Themen auf verschiedene Kanäle verteilen. Also für Twitter ist das Thema geeignet, das andere Thema, das haue ich nur per Pressemitteilung raus oder so. Ich glaube, in die Richtung ging es. Entschuldigung, dann habe ich die Frage falsch verstanden mit der Post, weil über die Post in selber rausschicken tue ich ja per Post gar nichts. Deswegen hatte ich das dann falsch verstanden. Entschuldigung. Und per E-Mail, ich mache einen Newsletter, den ich regelmäßig verschicke. Mit dem mache ich mir übrigens auch sehr viel Arbeit. Weil ich wirklich immer überlege, was waren die Themen der Woche, was ist interessant, was hat man vielleicht nicht in der Zeitung oder in der Tagesschau gesehen, aber ich finde es trotzdem relevant, dass man das mitbekommt. Da habe ich auch gar keine schlechte Reichweite, also bei uns vor Ort. Das nutze ich noch und da mache ich wirklich eben nicht kurzfristig so hau was raus, sondern alle zwei Wochen gut durchdacht und wirklich auch limitiert, zusammengefasst, gekürzt. Mehrere Themen, die ich für relevant finde, auch gar nicht nur meine Themenzuständigkeit, sondern über die gesamte Bandbreite hinweg. Das mache ich auch immer noch. Viele Kollegen machen das nicht mehr, diese Newsletter, weil das sehr viel Arbeit ist und dann man sich doch fragt, wie viele lesen das? Ich halte daran fest, weil ich das irgendwie für mich ein sehr angenehmes Medium finde, selbst nochmal zu reflektieren, was ist eigentlich in den letzten zwei Wochen wichtig gewesen und was haben vielleicht gar nicht alle mitbekommen, obwohl es sich lohnt, darüber zu erfahren oder darüber zu sprechen. Und dann macht man natürlich die sozialen Medien, Facebook, eben schreibe ich auch manchmal längere Texte, das geht ja bei Twitter gar nicht. So, aber mein Bedürfnis ist manchmal eben mehr als 200 Zeichen, also als die kurzen Zeichen zu machen. Deswegen benutze ich das noch relativ regelmäßig. Und die, ja, bei Instagram ist ja Bildsprache. Da geht es hauptsächlich über Bilder und dann noch Texte dazu. Und Twitter mache ich eher, dass man mal schnell auf was reagiert, was andere geschrieben haben. Also was andere Kolleginnen oder Kollegen oder Journalisten geschrieben haben. Das ist nochmal eine andere Art der Reaktion, finde ich jetzt. Also da geht es häufig darum, was mitzubekommen, zu reagieren und es darüber dann in die klassischen Medien zu schaffen. Also häufig werden dann ja auch Tweets aufgegriffen. Das ist schon fast wie eine Pressemitteilung.
Jetzt haben wir noch eine Frage, die suche ich jetzt aber gerade auf dem Bildschirm. Mit dem kritisch. Mit dem kritisch, wenn mein Kollege gerade mal hochfahren würde zum kritisch, das war, glaube ich, die dritte Frage, die wir hatten. Da war die Frage, was hat es mit der neuen Semantik auf sich, unterschiedliche Kritik am System mal gern als vorschnell meint vielleicht der Absender oder die Absenderin als Verschwörungstheorie oder Nazi eingefärbt oder antisemitisch zu bezeichnen. So ist das ungefähr. Ja. Das ist, glaube ich, eine Frage an Sie beide vielleicht. Das ist eine sehr gute Frage, die mich auch eigentlich auch sehr bewegt und schon wieder auch ein Stück weit zur strukturellen Dialogizität passt oder was für eine Sprache suchen wir. Ich habe mitunter auch die Befürchtung oder die Beobachtung gemacht, dass zu schnell man bestimmte nicht zum eigenen Meinung passende Position abgekanzelt wird mit solchen Etiketten wie ja. Verschwörungstheoretiker oder auch jetzt im Flüchtlingsdiskurs. Nicht jede Person, die sagt, ich möchte nicht mehr Flüchtlinge oder Migranten im Land haben, ist deswegen gleich ein Nazi. Also wir müssen schauen, dass wir die politischen Inhalte ernst nehmen, nicht vorschnell irgendwelche Etikette vergeben, weil dann die Dialogizität abgebrochen wäre. Weil wenn bestimmte Etikette im Raum stehen, dann geht der Dialog nicht mehr weiter. Und das passt zu einer anderen Frage. Kurz und bündig, wie sollten Politiker heute sprechen? Ich würde sagen auch, wie sollten wir Bürger sprechen? Wir sollten schauen, dass wir uns auf die Inhalte konzentrieren, uns nicht vorschnell mit irgendwelchen Etiketten uns zufrieden geben oder die instrumentalisieren. Also die, ist ja schon interessant, was mit der Systemfrage gemeint ist, ne? Also es gibt ja momentan unterschiedliche Systemfragen von der Wachstumsfrage, die ich als schon fast Mainstream wahrnehme. Also dass man irgendwie in Frage gestellt, ob unsere aktuelle Art zu konsumieren und zu produzieren nachhaltig ist und irgendwie zukunftsfähig ist. Dass wir Wachstum ganz neu definieren müssen und neu leben müssen. Und dann auch eine Definitionsfrage natürlich, ne? Aber das ist eben keine semantische, sondern da hängt extrem viel hinten dran. Aber ich denke, das war jetzt eher als Frage gerichtet mit Blick auf eben Verschwörungstheorien. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo systemische Fragen absolut akzeptiert und permanent diskutiert werden und auch die Grenzen verschoben werden. Und dann gibt es manche, die eben näher an das, also in das, wenn es um das System Demokratie geht. Und da erlebe ich einfach bei uns oder geht mir persönlich so, dass wir einfach eine große Sorge haben, dass unsere Demokratie doch relativ fragil ist. Das sieht man ja nicht nur in Deutschland, sondern man guckt nach Ungarn oder USA. Ja, 71 Millionen haben trotzdem noch Trump gewählt und wie er damit umgegangen ist mit den Wahlen, dass es nicht akzeptiert. Also brauche ich Ihnen alles nicht erzählen, aber dass wir schon einen Eindruck haben, ja, früher war es auf der einen Seite die Demokratien, auf der anderen Seite die Diktaturen und jetzt gibt es was Drittes, das ist so rechtspopulistische oder überhaupt populistische autoritäre Systeme. Und wir uns noch gar nicht so richtig wissen, wie wir uns gegenüber denen behaupten. Und aber der Übergang zwischen liberaler Demokratie und populistische, autokratische Regime irgendwie fließend ist. Und diese Sorge um, wie verteidigen wir unsere liberale Demokratie, uns vielleicht schneller darauf reagieren lässt, wenn wir den Eindruck haben, dass diese parlamentarische Demokratie an sich in Frage gestellt wird. Oder in Frage gestellt wird, dass wir als Parlament arbeiten. Ich glaube, das hatte bei dieser Frage Ermächtigungssetz durchaus etwas, ja, wir sitzen da seit Wochen und Monaten und arbeiten konstant in dieser Krise und haben uns sehr eingebracht, um dieses Gesetz zu verbessern, um endlich auch nochmal klare Leitplanken für die Regierung aufzustellen. Und dann wird ihnen vorgeworfen, sie entmächtigen, also sie würden sich gerade selber abschaffen. Und das geht, glaube ich, an unser eigenes Selbstverständnis dann sehr stark ran. Dann ist es schon gar nicht mehr nur noch eine Systemfrage, sondern wie wir uns selber unsere Arbeit wahrnehmen und wir uns ja ernst nehmen und uns ja die Nächte um die Ohren schlagen und sehr viel Zeit damit verbringen. Für mich zum Beispiel, ich bin alleinerziehende Mutter, das war extrem schwierig, das alles hinzubekommen gleichzeitig und eben die parlamentarische Demokratie ernst zu nehmen, die Kontrolle auszuüben. Und dann ist das teilweise dann vielleicht gar nicht mehr ein Angriff auf das System, sondern man
denkt, Mann, ich mache doch alles, was ich kann und wir überlassen überhaupt nicht. Ja, aber Frau Brandes, muss ich Ihnen schon widersprechen. Also das hatten wir da vorhin schon, das Ermächtigungsgesetz ist keine inhaltliche Auseinandersetzung, es ist einfach eine Nazi-Vokabel, die man hinwirft. Und das ist das Provokationsmuster. Und das gleiche Problem habe ich damit, dass hier oft der Eindruck geweckt wird, dass 71 Millionen Amerikaner Gehirn amputiert wären, weil sie Trump gewählt haben. Das ist natürlich auch nicht. Das haben Sie nicht gesagt, aber Sie haben auch wieder gesagt, wie sehr viele auch in den Medien sagen, es sei ja völlig unverständlich und unerklärlich, wie man diesen Mann wählt. Und wir alle wissen, die wir ein Kreuz machen müssen, dass das ja nicht immer ganz leicht ist. Wir müssen halt dann auch sagen, gewichten wir Wirtschaftspolitik oder Bildungspolitik. Und es gab schon viele Sonntagabende, wo ich noch mal gern zu der Schule, wo ich tagsüber mein Kreuz gemacht habe, hingegangen wäre und meinen Wahlzettel gern zurückverlangt hätte, weil ich die ersten Interviews im Fernsehen gehört habe. Also das sind auch diese Formen der Übertreibung. Auch die Amerikaner hatten nur die Wahl zwischen zwei Leuten. Und wer halt eine bestimmte Steuerpolitik als Unternehmer für sich zentral sieht, der hat halt dann auch mit geballter Faust gegebenenfalls halt diesen Mann gewählt. Das muss man dann schon auch akzeptieren. Anderes Argument gesagt. Ich habe, mein Argument war nicht, 71 sind alle dumm und wählen, sondern ich habe gesagt, dieser Mensch, der von so vielen Menschen gewählt wurde, das ist das Gleiche. Demokratischen Tradition, nee, das ist nicht das Gleiche. Nee, das ist nicht das Gleiche, sondern es ist gefährlich zu sehen, dass Menschen dann diese Macht nutzen, um demokratische Traditionen, in den USA bis jetzt waren es ja demokratische Traditionen, zu zerstören und in Frage zu stellen. Und hat Gerhard Schröder auch schon gesagt, am Wahlabend 2005 hat er zu Frau Merkel gesagt, Sie würden bestimmt nicht hier die Kanzlerin stellen, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ja, aber gut. Er hat eine Nacht drüber geschlafen und hat dann Nacht gestuckt. Und Doris hat ihm also den Kopf gewaschen. Das ist vielleicht der Unterschied. Melania wäscht ihm nicht den Kopf. Das ist dann vielleicht der Unterschied. Ja. Nee, ich denke, es war klar, dass es auf die Spaltungs... Also ich finde, da ist ein Unterschied. Und ich bin überhaupt niemand... Also ich, wie gesagt, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, die sind, sollen wir alle als Zoom verkaufen, sondern ich bin jemand, der sagt, wir müssen wesentlich besser verstehen, warum trotz allem 71 Millionen ihn gewählt haben. Das ist das, was ich das Interessante und Relevante finde, um bei uns besser vorsorgen zu können. Ich habe das nur als gesagt, dass wir das generelle bei uns, das, vielleicht stimmt es auch nicht, ich wäre froh, wenn es nicht so wäre, dass es eine Fragilität der demokratischen Institutionen gibt. Und dass deswegen, teilen Sie nicht? Nee, sehe ich nicht. Also wo sehen Sie, schauen Sie, in dieser Gesellschaft ist nichts mehr eigentlich heilig. Es gibt keine, die Politiker sind schon lange vom Podest, die Ärzte, die Professoren, es gibt eigentlich nur noch eine heilige Institution, das ist das Bundesverfassungsgericht. Also wir haben schon noch eine Institution, die mit großer Reputation in dieser Gesellschaft bestimmte Konflikte regelt und die werden dann auch akzeptiert. Und damit glaube ich, wir haben auch eine Balance der Mächte, wir haben eine große Dynamik, wir haben jetzt nicht mehr die großen Volksparteien. Wir hatten schon viele rechte Parteien die letzten 70 Jahre, die sind gekommen und gegangen. Ich kann diese Fragilität nicht sehen. Ich kann nur sehen, dass Menschen ängstlicher werden und die Fragilität zum Teil herbeireden. Gut, aber jetzt sind wir doch sehr weit von der Frage weggekommen. Also, ich halte es für, übrigens auch für demokratisch schwierig zu sagen, die entscheidenden Konflikte werden dann von den Gerichten gelöst. Das finde ich eher schwierig. Aber Sie haben recht, Karlsruhe ist noch am unangetasteten bei uns. Ist aber schwierig, wenn es diese Rolle bekommt, die Sie gerade beschrieben haben. Und ich finde, also jetzt wirklich im Bundestag, wenn sie da nur noch reinkommen, weil die Menschen, sagen wir, weil es so nah dran ist und sie gar nicht sicher sind, ob sie da sicher reinkommen und dann auch noch diese Menschen reingeschleust werden und sie dann beleidigen und so, das finde ich, ist, da gibt es keinen Respekt mehr für die Institutionen, auch Bundestag. Dann mögen sie die noch für Karlsruhe haben, aber das ist, jetzt bin ich noch nicht seit 30 Jahren abgeordnet, aber seit ein paar Jahren, ich fand das sehr beunruhigend. Ich habe nie gedacht, dass ich nur noch durch so eine Polizeigarde überhaupt in den Bundestag reinkommen. Und das ist kein beruhigendes Gefühl. Und wenn Sie dann sehen, was in anderen europäischen Ländern passiert, und ich finde, das sind unsere Nachbarn, die sind jetzt irgendwie nicht weit weg, die sind uns kulturell sehr nahe und sehen, was da an Pressefreiheit eingeschnitten wird, was da alles passiert, finde ich es schwierig zu sagen, wir seien dagegen immun. Und
Deswegen sehe ich die schon. Ich bin mir auch sicher, dass wir gut durchkommen. Also ich bin da sehr optimistisch, dass wir das gemeinsam meistern und dass wir uns diese Demokratie erhalten und dass es genügend Leute zum Glück gibt, die dafür kämpfen. Aber ich sehe durchaus, dass es da eine Fragilität gibt. Und in dieser Situation weisen wir manche Vorwürfe vielleicht schneller zurück und reagieren dann stärker und sagen, Leute, da ist aber eine Grenze. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir deswegen jegliche Systemfragen oder wie auch immer ablehnen. Also Sie wissen gar nicht, wie viele Systemfragen ich bei uns in der Partei permanent führe zu, machen wir jetzt sozial-ökologische Marktwirtschaft oder ist das eigentlich nicht der richtige Weg? Und wie gehen wir eigentlich damit um und wollen wir überhaupt noch in einem System leben, wo es Grenzen gibt? Also da gibt es ganz viele Systemfragen, die permanent gestellt werden, die auch spannend sind und die deswegen überhaupt gar nicht in irgendeine Ecke geschoben werden, die manchmal anstrengend sind und wo man auch wirklich ringt und am Ende entweder überzeugt wird oder auch nicht. Das gelingt einem manchmal nicht so. Aber deswegen finde ich, muss man da auch differenzieren, welche Systemfragen vielleicht auch welche Reaktionen hervorrufen. Gut. Und warum in diesem historischen Kontext, den ich durchaus so definieren würde. Gut. Ja, es ging ja um die Kritik am System, an der Regierung. Und da kann man sicher verschiedene Sachen drunter verstehen. Okay, jetzt würde ich sagen, wir haben noch, glaube ich, noch zwei Fragen, auf die müsste dann etwas kürzer reagiert werden. Ich lese mal vor, die Sprachreflektiertheit bei Modalitätsaussagen wie wir müssen ist sehr spannend. Warum halten Sie, Frau Brandner, das für problematisch? Ist das nicht adäquat, wenn Sie etwas sehr wichtig finden? Also darf man wir müssen auch sagen? Würde mich jetzt natürlich die Expertise von Herrn Felder interessieren. Ich merke das nur selber, wenn ich höre, dass mir jemand sagt, du musst, dass dann meine erste Reaktion die Ablehnung ist. Und ich denke immer, wenn ich das selber an mir merke, wie ich auf andere reagiere, dann möchte ich vielleicht nicht die gleiche Reaktion mit meiner Sprache hervorrufen, sondern muss die Dringlichkeit anders ausdrücken. Mhm. Ja, mit dem Wir ist ja auch eine Selbstverpflichtung dabei. Aber Sie nehmen natürlich auch andere mit ins Boot. Ich glaube, das ist so ein Beispiel, das hängt ein bisschen davon ab, wie Sie wirken. Also dem einen oder anderen würden wir, dass wir müssen vielleicht verzeihen und wieder einer anderen Person nicht. Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Gesamtauftreten der Person ab und ist nicht nur am wir müssen selber festzumachen. Ja, aber es ist so ein klassischer Politik-Sprech, auch wir müssen jetzt und wir müssen jetzt und dann, also ich mag das selber nicht. Ich finde, das ist so floskelhaft und dann irgendwie ist trotzdem, dass man sich vielleicht lieber reserviert für die Momente, wo man wirklich muss. Ja, aber so flexibel ist die Sprache nicht. Sie haben nicht so viele Alternativen, Frau Brandner. Wir sollten, und dann sagen Sie oft, wir sollten, dann finden Sie das irgendwann floskler, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir dann durch den häufigen Gebrauch dann den Eindruck haben, Worte würden an Inhalt verlieren. Deswegen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm mit dem wir müssen, die Alternativen oder die anderen Optionen, das ist ja nicht nur eine zweite, sind dann begrenzt einfach. Ja, aber dass man, also wie gesagt, ich kann es ja nur für mich, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass man besser aufzeigt, das sind jetzt die Optionen und dann die Option, die man präferiert, einfach sehr gut argumentiert und dadurch das Müssen dann hoffentlich rüberkommt. So, das ist für mich einfach besser, als einfach zu sagen, wir müssen das jetzt machen, sondern zu sagen, das können wir machen und das können wir machen. Ich sage euch jetzt mal, warum ich das gut finde. Und dass man, also ich zumindest hoffe, dass ich dadurch auch eine Art Müssen mit rüberbringe, ohne dass es aber, was wir vorhin hatten, so alternativlos rüberkommt. Also das meinte ich vorhin mit, wir müssen nur sterben. Das ist das Einzige. Ja, das ist schon zu verstehen. Ja. Da hat Frau Brandner, glaube ich, auch noch mehr den Hörer im Ohr, den Empfänger dieses Müssen, glaube ich. Jetzt war noch eine Frage da, aber da müsste ich kurz an den Kollegen in der Regie fragen. Eine vorletzte Frage war noch. Das dauert gerade einen Moment, bis ich die sehe und dann lese ich die auch vor und dann wäre das die vorletzte. Und gleich haben wir sie. Dauert noch einen Moment. Und dann, die ging, glaube ich, auch nochmal an Sie beide, Frau Brandner und Herr Felder. Und das Dokument, so, hier haben wir. Also, Dankeschön. Die Frage lautet, hat sich der politische, rechtliche Diskurs durch eine zunehmende Partizipationsmöglichkeit im gesellschaftlichen, in Klammer Internetdiskurs, und mit neuen Diskursakteuren verändert? Was sind die Gefahren hiervon? Frau Brandner, wollen Sie kurz darauf reagieren und dann noch einen Kommentar von Herrn Felder? Wenn ich richtig verstanden habe, vielleicht
Ich lese es gerade mal vor, hat sich der politische / rechtliche Diskurs durch eine zunehmende Partizipationsmöglichkeit im gesellschaftlichen Diskurs, in Klammern Internetdiskurs, und durch neue Diskursakteure verändert. Was sind die Gefahren hiervon? Also die leichteren Partizipationsmöglichkeiten. Man kann heute leichter kommunizieren. Das hatten wir ja vorhin ein Stück weit durch die leichtere Zugänglichkeit der Medien. Aber es sind andere Leute zum Teil auch dann, die sich in den... Wie bitte? Es sind auch zum Teil andere dann Teilnehmer, die sich in den Online-Foren bewegen beispielsweise, als, weil wir das Beispiel vorhin hatten, in Leserbriefen oder im direkten Kontakt. Genau, das ist eine leichtere... Und Gefahren hatten wir schon einige besprochen, aber über die kann vielleicht Frau Brandner besser reden. Aber es ist auf jeden Fall die Partizipationsmöglichkeiten oder sich leichter in den politischen Diskurs einzubringen, ist eigentlich per se erstmal eine gute Sache. Da wird Frau Brandner bestimmt auch zustimmen, weil es leichter ist zu kommunizieren, aber Kommunikation ist schwierig und anstrengend, mit Hoffnung und mit Illusion verbunden. Ja, würde ich auch zustimmen. Also ich habe ja auch vorhin schon ein konkretes positives Beispiel genannt, dass man eben mehr weiß, wie machen es andere Städte und Kommunen. Das finde ich durchweg positiv. Also eigentlich ist ja per se gut, dass sich viel mehr Menschen beteiligen können, Austausch haben können, und dann, damit es nicht zur Gefahr oder zum Risiko wird, muss man es halt in einem transparenten, legalen Rahmen haben, in dem wir die gleichen Regeln eigentlich auch dann übertragen, die wir im Analogen ja auch haben. Ja? Also ich darf ja auch nicht in der Stadt Flyer verteilen, auf denen nicht draufsteht, wer im Sinne des Presserechts verantwortlich ist. Und diese Person muss im Zweifel, wenn es eine Partei ist, nachweisen können, woher das Geld für den Flyer kommt. So. Und das sind Regeln, die wir uns erkämpft oder die errungen wurden von uns, also ich ja nicht, aber das sind ja die Generationen davor, die irgendwann sich gesagt haben, damit der Diskurs in fairen und rechtlichen Bahnen laufen kann, braucht es Regeln. Und es ist eigentlich einfach nur an der Zeit, dass wir die auch übertragen in das Digitale. Eigentlich sind die Regeln an sich immer noch genauso aktuell, also inhaltlich, sie müssen halt nur übertragen werden. Und wenn sie eine Anzeige in der Zeitung schalten, muss auch dazu kommen, wer hat sie finanziert, also wer ist verantwortlich dafür, wo kommt das Geld her? Die Regeln, die müssen wir jetzt endlich im Internet halt auch durchsetzen. Aber das fällt wesentlich schwieriger, weil es häufig schwieriger nachvollziehbar ist. Und das ist das, was die Gefahr ist, dass man das eben nicht so leicht nachverfolgen kann. Dann haben wir noch abschließend einen Wunsch nach Schlussstatements. Der ist ein bisschen allgemein gehalten und bittet darum, das unsere Diskussion nochmal in den Nutshell sozusagen zusammenzufassen. Die Frage heißt, wie sprechen Politikerinnen über was und wo und wer sind ihre Adressaten? Und der Absender, die Absenderin schreibt, ich fände es sehr spannend, wenn die Antworten auf die Fragen nochmal auf den Punkt gebracht werden könnten, wie PolitikerInnen heute sprechen. Soll erst das die Politikerin antworten oder erst der Sprachwissenschaftler? Frau Brandner, Sie haben das Wort. Ich weiß gar nicht, ob es die eine Politikerin gibt, wie sie redet. Also das würde ich in Frage stellen, ob es die Politikerin gibt, die redet. Ich rede ganz anders als meine Kollegin. Ein subjektives Schlusswort ist auch sehr willkommen von Ihnen. Ja, also mein subjektives, ich versuche verständlich zu sein, Fragen zu stellen und trotzdem eine klare Haltung und Orientierung dabei zu haben. Ja, es ist eine ganz gemeine Frage, weil nochmal vieles zusammengebracht ist. Ich würde es vielleicht so beantworten, Politiker sollten wissen, dass sie eben unterschiedliche Adressaten mit verschiedenem Vorwissen haben. Sie haben immer in bestimmten Bereichen Experten und Laien. Das heißt, wir müssten alle politischen Themenfelder, die transportiert werden, sollten formuliert werden, dass erstmal der Laie groben Überblick bekommt, aber dass auch dann die Experten genauer hinter die Kulissen schauen können. Dann können wir die Hoffnung haben, dass in dieser Gesellschaft es viele Interessengruppen gibt. Das heißt, dass schauen Sie, ob Mieter oder Arbeitnehmer oder Fahrradfahrer oder dergleichen, dass eben diese verschiedenen Interessengruppen dort wieder Experten sind, die kommunizieren mit den Politikern, die dann vielleicht auch eine Fachkommunikation führen können, weil dann geht es manchmal wirklich ums Detail und da kann man nicht überall als Staatsbürger dann Experte sein.
Das heißt, mein Idealbild wäre sozusagen eine Kommunikation zwischen Politik und Bürgern, die eine Laienadressierung und eine Fachadressierung vor Augen hat, und die entsprechenden Laien müssen dann in der Zivilgesellschaft ihre Interessensverbände suchen und dort wieder Fachleute finden, die dann nochmal sozusagen auch im Fachkommunikativen auf die Politik Einfluss nehmen. Weil ohne eine Fachkommunikation, ohne eine Differenzierung geht es letztlich nicht. Darf ich übrigens mal an dem Punkt, ne, weil ich das also im Sinne von dem Publikum jeweils angemessen kommunizieren, was mir so unglaublich schwierig fällt, ist in solchen Debatten wie jetzt hier, wo ich das Publikum nicht sehe, bin ich, also wenn man vor einem Publikum redet, sieht man in den Gesichtern, in der Körperhaltung, ob man verstanden wird oder nicht. Und dann kann ich nachjustieren, wenn ich merke, okay, der Saal hat nicht verstanden, was ich gemeint habe, dann sage ich es nochmal oder versuche mich nochmal anders auszudrücken. Das fällt alles im Digitalen weg. Das ist echt etwas, womit wir gerade ringen, dieses Übersetzungsarbeit zu leisten und dem jeweiligen Publikum angemessen zu sein, wenn sie jetzt gar nicht wissen, wer ihr Publikum ist. Das ist, dann kann man ungefähr wissen, DAI-Publikum, wer sich das ungefähr anschaut. Aber das ist echt eine große Herausforderung uns auch in diesen Corona-Zeiten, wo wir keine wirklichen Veranstaltungen mehr vor Ort haben. Das ist echt dieses aufs Publikum eingehen, mitbekommen. Mir ist es erstmal aufgefallen, wie sehr ich mit dem Menschen arbeite und darauf angewiesen bin, auf deren Körpersprache. Also das ist, das fällt uns allen noch schwer, das zu ersetzen. Ja. Da haben wir alle unsere Lernschleifen. Wir machen da lauter so Online-Abstimmungen immer während den Veranstaltungen, dass die Leute irgendwie zum Ausdruck bringen, was sie sagen, aber es ersetzt nicht die, das Gleiche. Ja. Geht uns, glaube ich, ähnlich hier, und wir müssen da alle, oder ja, das sage ich auch schon müssen, also wir haben da alle unsere Lernschleifen und versuchen es immer besser zu machen, aber ich fand jetzt in den beiden Schlusswörtern sehr schön, was doch mal an Schwerpunkten herauskam. Bei Herrn Felder das Thema Differenzierung, genau hinhören, auf die Zwischentöne achten und wirklich offen bleiben für unterschiedlichste Haltungen auch, und von Frau Brandner auch der Wunsch nach dem direkten Kontakt und wirklich die Brücke zum einzelnen Menschen zu schlagen. Und das finde ich jetzt fast unsere Diskussion auch sehr schön zusammen. Das danke ich Ihnen beiden sehr herzlich, dass Sie hierher gekommen sind, beziehungsweise sich zugeschaltet haben, Franziska Brandner und Professor Eckhard Felder. Natürlich an Sie zu Hause auch auf dem Sofa, wie wir es eben so schön gehört haben. Hat mich gefreut, dass Sie zugeschaltet haben. Und nun wünsche ich Ihnen an den Bildschirmen, uns hier auf der Bühne und nach Berlin noch einen schönen Abend. Bleiben Sie alle gesund und gute Zeiten weiterhin. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. Schönen Abend. Ja. Ebenso, Dankeschön.